Easy, Mann. Dann, ja, hau mal raus. Was sind deine Probleme, beziehungsweise was sind deine aktuellen Fragen? Also, ich tue jetzt erstmal ganz kurz Bildschirm freigeben. Desktop. Also, kannst du meinen Bildschirm erkennen, oder? Jetzt, Digga. Okay. Ohne Dripper, Mann, Ja. ey. pass auf. Also, fangen wir am besten an. Fangen wir doch mal damit an. Und zwar, warte mal, kann man das irgendwie verschieben hier? Das ist gerade voll im Weg. Nee, geht nicht. Eigentlich sollte Bei. das Zoom-Ding, das solltest du schon verschieben können. Das kannst du, eigentlich müsstest du, es gibt so einen Bereich, da müsstest du den verschieben können, ja. Irgendwo draufklicken, nicht auf ein Symbol, sondern nur so am Rand. Ja. Ah, hier, genau. Zack. Hier. Und zwar, auf der Seite kann man ja kalkulieren, den ungefähren Stop-Loss kalkulieren. Ja. Ich habe mir auch schon die Handy-App dazu runtergeladen, nur ja, ich weiß jetzt nicht, wo man das genau macht. Weißt du, wie ich meine? Also, im Prinzip ist das schon mal falscher Ansatz. Was du da Okay. machst, also du rechnest nämlich nicht dein Stop-Loss aus, sondern du rechnest maximal deine Lot-Size aus. Bei den Stop-Loss, der Stop-Loss, der ergibt sich durch das System. Das heißt, den Stop-Loss rechnest du hier nicht Ach aus. so, dann brauche ich das quasi gar nicht. Das bräuchtest du dann, wenn Okay, du einen dann ist das quasi konkreten, für mich irrelevant. erstmal schon, ja. Das bräuchtest du dann, wenn du einen konkreten Trade setzt. Du hast so und so ein großes Konto und möchtest jetzt wissen, hey, ich will jetzt zum Beispiel 2% maximal riskieren für diesen Trade. Ich Ja. habe 43 Pips Stop-Loss. Mit welcher Lot gehe ich jetzt rein? Mit einer 1er-Lot? Da bräuchte man schon ein Ja, sehr, sehr das großes kann. Konto. Gehe ich mit einer Ja. 0,5er-Lot und so weiter. Das ergibt sich, wenn dann durch diese Calculation. Aber das wäre dann der Position Size Calculator. Ach Das so, okay, ist das ja. erste Ding. Aber das ist im Prinzip erstmal ein bisschen irrelevant, bin ich dir ganz ehrlich. Okay, ja. Alles klar. Weil ich bin ja hier schon ein bisschen am Traden und in der Demo-Version vom MetaTrader. Und da kommen immer unterschiedliche, ja, was soll ich sagen, Ergebnisse raus, wenn ab und zu mal der Stop-Loss reingehauen hat. Herr Bro, klar. Was ja eigentlich. Deswegen, also, vielleicht, du musst erstmal dahingehend sicher sein. Bro, du bist jetzt seit 2 Wochen bei AM, seit einer Woche ein bisschen am Traden. Du hast Jo. wahrscheinlich nie eine richtige Gesamtanalyse gemacht, dass du einen kompletten Markt mal analysiert hast. Und Jo, deswegen, da sind wir dann. ja, und deswegen ist es ja ganz klar, du bist wahrscheinlich an dem Punkt, du siehst mal, ah, okay, ich habe mir eine Impulsbewegung, ich platziere mich mal in der Korrektur, mal schauen, was passiert. Jo. Und das ist eben das Problem, weil du brauchst halt einen Gesamtüberblick, immer bei diesem System. Wir traden nie einfach nur irgendeinen Bereich. Wir schauen uns nie einfach mal den Stundenchart an und gucken mal, okay, welcher Trade haut hin. Wir müssen das komplette Bild auf dem Schirm haben vom Markt. Immer. Immer und jedes einzelne Mal. Und aufgrund des Weekly Charts wissen wir vielleicht, okay, wir wollen übergeordnet long. Dann schauen wir den Daily Chart an. Schauen, in welche Richtung wollen wir erst, bevor wir long gehen, welchen Kaufbereich müssen wir erstmal erreichen, dass wir von dort aus long gehen können. Dann schauen wir im 4-Stunden-Chart, wie kommen wir in diesen Kaufbereich rein? Gibt es Abwärtssequenzen, die uns vielleicht nach unten bringen, um von dort dann den Riesen-Move zu machen? Und dann so arbeitet man sich voran. Dann schaut man im Stundenchart, okay, was gibt der Markt uns? Was gibt uns der Markt? Das müssen wir betrachten. Wir müssen immer schauen, was gibt uns der Markt? Welche Setups sind risikoreich? Welche Setups sind machbar? Welche Setups sind
völlig hirnrissig, weil wir völlig gegen den übergeordneten Trend traden. Und da muss man differenzieren. Am Anfang denkt man, Trading besteht nur darin, ich suche mir mein Entry. Welchen Entry kann ich, welche ganzen Entries kann ich traden? In Wahrheit ist es so, dass du hauptsächlich damit beschäftigt bist, was alles trade ich nicht und was trade ich. Das heißt, du bist die ganze Zeit am Entscheidungen treffen, du bist die ganze Zeit am Differenzieren zwischen guten Setups und schlechten Setups, weil es gibt unendlich viel Setups. Es gibt Jo. unendlich viel Setups. Der Markt gibt einem immer Einstiege. Und dann geht es eben darum, welche Einstiege nehme ich mit, welche nicht. Das heißt, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Was du jetzt aktuell machst, ist, du schaust dir halt mal ein Okay. bisschen den Markt um. Ah, hier geht es mal ein bisschen aufwärts. Komm, Fib Retracement anlegen, Korrekturbereich, Order setzen und hoffen, dass es irgendwie Ja. funktioniert. Also So ich wie habe ich. es mal ungefähr, ja, genau. Das war jetzt, glaube ich, ein schlechtes Beispiel, aber jetzt komm. Also was ich schon mal gemacht. Vom Internet. So, jetzt. Genau. Die oberste. Der höchsten Punkt, also den höchsten Punkt gesetzt und den tiefsten Punkt. Das habe ich schon mal erfasst quasi, genau. Und dann ist bei mir halt das Problem, okay, wie gehe ich weiter? Ja. Ja. Dann habe ich, ja, Alter, Das warum spinnt das jetzt rum? ist eine der größten Probleme, sage ich mal, die ich immer wieder mitbekomme bei Leuten, die dieses System traden. Wo fange ich gescheit an? Wie gehe ich jetzt her und suche mir vom Wochenchart meinen konkreten validen Entry im Stundenchart oder im 30-Minuten-Chart oder im 15-Minuten-Chart? Wie zur Ja. Hölle verwende ich die übergeordnete Sicht untergeordnet? Wie mache ich das? Wie verwende ich die übergeordnete Sicht untergeordnet? Verdammt nochmal. Und das ist, sag ich mal, ja, eine der größten Schwierigkeiten, aber auch die ist relativ gut machbar. Zieh den ganzen Markt mal ein bisschen nochmal weiter in die eine Richtung. Also nach ein bisschen in den aktuelleren, ja, genau. Oh. Genau, ein bisschen zu den, ein bisschen, ja. Perfekt, passt. Stopp, reicht. Das haue ich mal alles raus hier. So. Genau. Also, was siehst du, wenn du das anschaust? Du weißt ja, Michael, nimm Step Nummer 1, All-Time-High, All-Time-Low markieren. Ja. Step Nummer 2, Trendbestimmung machen. Ist jetzt hier? Bisschen schwierig. Wir waren ganz oben, wir sind relativ weit runter, wir sind wieder hoch, wir sind wieder runter, wir sind hoch. Wir sind relativ, ja, man würde sagen, im Weekly Chart, wir sind eigentlich relativ in der Mitte und wir sind so ein bisschen am Ja. Konsolidieren. Geht es aufwärts? Geht es abwärts? Bisschen schwierig rauszufinden. Ja, das stimmt. Wie machen wir jetzt weiter? Was machen wir dann jetzt? Es gibt immer, alles ist ein Spiel von Wahrscheinlichkeiten. Alles hat mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Nichts ist hundertprozentig immer. Aber wir können diese Wahrscheinlichkeiten für uns nutzen. Wir können Sachen machen, die sind wahrscheinlicher und wir können Sachen machen, die sind unwahrscheinlicher. In einem Markt wie diesem hier, also es gibt im Prinzip zwei verschiedene Formen von übergeordneter Marktstruktur. Es gibt eindeutige Marktstruktur und es gibt uneindeutige Marktstruktur. Übergeordnet. Was wir hier haben, ist eine uneindeutige Marktstruktur übergeordnet. Wir können nicht fix sagen, ja, wir sind eindeutig in einem Aufwärtstrend oder wir sind eindeutig in einem Abwärtstrend. Weil zieh mal das Fib-Retracement vom All-Time-High zum Low. Zeichne mal diesen Bereich ein.
Nimm mal am besten, ja, genau. Soll ich mal ein? Bro, zieh den, ja. Jetzt zieh den lang. Bereich ist aktiv, bis es ein Lower Low gibt. Ja, perfekt. Und mach es am besten in Rot. Weil dann kannst du immer so, ich mache immer Verkaufsbereiche, mache ich immer sehr, sehr gerne in Rot. Ja. Und Kaufbereich mache ich gerne in Blau. Es passt schon so. Passt. Geh da einfach auf diesen Pinsel, der gerade blau ist, und mach es einfach mal rot. Ah, ja, nein. Genau. Perfekt. Und jetzt löst das Fib Retracement wieder raus. Genau. Bedeutet, wir haben im Weekly Chart einmal ein Short-Szenario. Ganz, ganz klar. Okay, ja. Wir sind impulsartig nach unten vom All-Time-High aus, sehr impulsartig nach unten, haben hochkorrigiert in den Verkaufsbereich, sind raus aus dem Verkaufsbereich, sind wieder rein, sind wieder raus. Aktuell steuern wir aus der Weekly-Chart-Sicht, steuern wir aktuell wieder in den Verkaufsbereich rein. Boom. Ist ein Szenario. Okay, ja. Aus dem Weekly-Chart. Gleichzeitig könnte man sagen, ja, wir sind aus einem Verkaufsbereich raus Okay. konsolidiert. Wir haben seitdem Lower Highs gemacht. Siehst du, wir hatten ein hohes High. Geh mal dahin. Zu diesem ersten High aus dem Verkaufsbereich. Nein, nein, nein. Ja. Dann sind wir Ja. runter. Dann sind wir runter. Geh mal die Bewegung mit. Genau, runter bis dahin. Dann sind wir wieder hoch und haben ein Lower High gemacht. Ist klar, oder? Ein Lower High. Ein niedrigeres Ja, All-Time. genau. Ja, von dem Ganz zu schön. dem ist das ist Genau. ja tiefer als das hier. Genau, dann sind wir wieder Ja. runter. Und dann sind wir wieder hoch. Und aktuell sind wir wieder in einem Lower High zu dem High Ja. davor. Das heißt, das wären durchaus mal Anzeichen, okay, wir sind so ein bisschen in einem Abwärtstrend. Es geht quasi alles so, steuert Genau. alles so in diese Richtung, würde ich sagen, oder? Ja. Löscht die Trendlinie mal nochmal raus kurz. Aber, großes Aber. Geh mal zu diesem, nimm mal das Fib Retracement und leg es mal an dem Low an dem niedrigsten Punkt, den du aktuell siehst. Da, wo die Impulsbewegung geendet hat nach unten. Genau. Und jetzt zieh es mal aufwärts zum höchsten Punkt. Weil auch das war eine sehr, sehr impulsartige Bewegung. Und jetzt zeichnest du diesen Bereich ein, und zwar in Blau. Das war quasi ein Kaufbereich, oder? Ganz genau richtig. Absolut richtig. Hier haben wir einen aktiven Kaufbereich. Das heißt, wir haben hier einmal ein Short-Szenario, aber einmal auch ein Long-Szenario. Tja, was machen wir da jetzt? Wir müssen weiter rein, um uns das Bild genauer anzuschauen. Jetzt gehst du mal, jetzt, Also, ja? man könnte das jetzt natürlich auch hier nochmal einzeichnen, oder? Also, Ja, klar, natürlich. Das ist man der Sinn könnte es jetzt daran. immer kleiner arbeiten. Wir Oder arbeiten ist es uns vom eher... Wochenchart runter in den Stundenchart. Das ist das, weil wir Okay. setzen im Wochenchart keine Trades. Klar. So, jetzt bist du wieder da. Jetzt Jo, geh kannst nochmal du mich hören? her. Ja, ich kann dich wieder hören. Jetzt gehst du mal her. Jetzt nimmst du das Fib Retracement. Und jetzt legst du es mal an dem High an. Nicht am All-Time-High, sondern am nächsten High. Aber halt auf der anderen Seite von dem High. Links von dem High. Nein, nein, So, nein. so. Ja, so, so, richtig. Ja, genau. Und jetzt zeichnest du mal den nächsten Verkaufsbereich ein. Weil auch hier, hast du gesehen, es ging impulsartig nach unten. Zack. Boom. In dem Bereich zeichnest du jetzt wieder ein.
Den ziehe ich auch wieder lang, oder? Richtig, der ist noch aktiv. Das heißt, wir haben auch gerade wieder aus diesem Verkaufsbereich raus reagiert. Gerade aktuell, in den letzten paar Tagen, würde ich mal so sagen. Den machst du wieder rot, weil es ein Verkaufsbereich. Schauen wir, wo bist du? Zack, ach, da oben ist. Gut. Perfekt. Das heißt, wir haben jetzt hier das dritte Mal gerade aktuell aus dem Verkaufsbereich rausreagiert. Schauen wir uns das Long-Szenario gleichzeitig an. Du kannst natürlich jetzt auch ein bisschen ranzoomen an den Markt. Geh mal, also nicht im Sinne von so, wie du es gerade gemacht hast, sondern im Sinne von genau so meine ich das, ja? Ein bisschen weiter auseinander das Ganze, dass man schon mal ein bisschen mehr sieht als jetzt nur diesen Ausschnitt. Andere Richtung ziehen, andere Richtung. So, so. So ist gut, ja. So ist gut. Und jetzt, genau. Markt ein bisschen nach oben. Ja, perfekt, perfekt, wunderbar. Also, und jetzt zeichnen wir auch wieder das Long-Szenario ein. Jetzt gehst du das nächste Long-Szenario, das nächste untergeordnete Long-Szenario. Du nimmst wieder ein FIP-Retracement. Nein, das wäre ein Short-Szenario. Das wäre das nächste Short-Szenario. Das machen wir gleich. Jetzt gehen wir erstmal noch hin, das FIP-Retracement und ja, richtig. Ziehen wir mal noch länger. Ah, stopp. So. Das haut nicht hin, oder? Weil der ist hier raus. Der hat uns hier rausgeschmissen, oder? Richtig. Was denkst du, was das für ein Anzeichen wäre? Zeichne den Bereich mal ein. So. Den machst du mal wieder blau. Und jetzt, so. Wenn du es schaffst, geh mal her mit einer, zeichne mal eine Trendlinie ein am 78,6er Level, da wo es gebrochen wurde. Nein, eins weiter. Ja, perfekt. Die blaue, oder? Ja, genau. Zeichne es einfach mal ein. Zack, und lösch das Retracen wieder raus, damit du das einfach hier auf dem Schirm hast. Genau. Also, zoom wieder raus. Überleg mal, was würde das bedeuten? Was bedeutet das? Ja, dass der Kaufbereich irrelevant ist, oder? Der Kaufbereich, der ist durchgestoßen und somit, ja, wie soll ich das jetzt erklären? Der Kaufbereich, also es geht schon in die richtige Richtung, der Kaufbereich hat nicht gehalten. Ja. Die bärische Kraft war zu stark. Das ist ein sehr, wenn so ein Bereich nicht hält, der Bereich wurde wirklich stark overtraced. Das ist ein deutliches Anzeichen dafür, die bärische Kraft ist in diesem Markt sehr, sehr stark gewesen. Das ist ein deutliches Anzeichen für was jetzt übergeordnet? Ja, für eher einen Verkaufsbereich, oder? Also, ja, wie soll ich das jetzt formulieren? Eher für eine bärische Struktur, eher für eine Sell-Struktur in diesem kompletten Markt Euro-JPY. Dafür ist es ein deutliches Anzeichen. Richtig. Genauso sehe ich das. Das heißt, ich habe übergeordnet auf dem Schirm. Ich weiß, wenn ich Euro-JPY trade, weiß ich, ey, wir haben im Weekly-Chart einen Kaufbereich, der hat nicht gehalten. Der wurde nach unten overtraced. Okay. Der Markt musste extrem weit runter, um neue Käufer zu sammeln.
die den Markt dann wieder nach oben gebracht haben. Einfach deswegen, weil die bärische Kraft enorm stark war. Es waren enorm viele Verkäufer in diesem Markt, diesen Markt nach da unten gebracht haben. Ist klar, oder? Ja. Jetzt gehst du mal in den Stunden, jetzt gehst du mal in den Daily Chart. Jetzt gehen wir einen Timeframe weiter runter. Jetzt gehst du mal in den Daily. Okay. Den Kaufbereich soll ich aber trotz all dem stehen lassen. Natürlich. Oder kann man den eigentlich raus? Nein, nein, nein. Der bleibt, ja. Klar. Es ist wichtig, dass wir das ja auf dem Schirm haben. Wir müssen das ja sehen. All diese Zeiten, ja, bleiben. Jetzt gehst du mal, okay, in den Daily Chart. So. Jetzt ziehst du das Ganze wieder ein bisschen zusammen. Auch unten. Nein, nein, andere Richtung, dass man mehr Übersicht hat. Marco? Ja, so, oder? Bisschen, dass man ein bisschen mehr sieht, mehr Übersicht, noch mehr Übersicht, kleiner machen. Nein. Ja, genau. So. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Mein Gott, mein Laptop. Nein, das will ich auch nicht. Spinnen wir jetzt so. Ja, perfekt. So ist gut. Also, noch auch noch mal ein bisschen an der anderen Komponente noch ein bisschen unten ziehen, an der anderen. Ja, dass man einfach übersichtliches Bild hat. Auch noch, ja, unten auch noch mal. Ja, 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 so lange. Also. So ist das gut. Ja, genau, so ein Display brauche ich. Und so gehst du voran beim Analysieren. Weekly Chart, Kaufbereiche, Verkaufsbereiche einzeichnen. Irgendwann, wenn der Weekly Chart zu ungenau wird, dann gehst du in das Next weiter unten Timeframe. In dem Fall, jetzt hier der Daily Chart. Jetzt machst du genau das Gleiche wieder. Jetzt gehen wir erstmal her. Das sehen wir jetzt natürlich. Wir sind ja erfahrene Sequenzentrader. Wir sehen jetzt schon, hey, wir sind aktuell in einem Verkaufsbereich. Das sehe ich jetzt zum Beispiel. Vielleicht siehst du es auch. Wir sind aktuell in einem Verkaufsbereich. Ja. Von dem High, von diesem primären High hier im Daily Chart. Das heißt, zeichne diesen Verkaufsbereich mal ein. Fib Retracement vom High zum Low. So. Den machst du jetzt mal in einer anderen Farbe, weil sonst sozusagen sind echt unübersichtlich, vielleicht in lila oder so. Ja. Du musst ihn erst einzeichnen, dann kannst du die Farbe ändern. Ja. Ups. So. Das ist hier, glaube ich, ja, die richtige Linie. So. Nehmen wir halt ein helleres Rot, orange, ja, oder? Ja, das ist auch gut. So, jetzt werde ich das wieder rauslöschen. So. Kurzer Stand der Dinge. Ich habe vorhin gesehen, du hast hier vorhin versucht, irgendeinen Kaufbereich zu traden, obwohl wir mitten in einem fetten Verkaufsbereich sind. Und dann wunderst du dich, warum die Buy-Setups nicht funktionieren. Das ist der Grund dafür. Das kann ein sehr, sehr guter Grund dafür sein. Okay. Ich hätte wenn ich dieses Bild hier sehe, ich hätte niemals jetzt hier in den Kaufbereich getradet. Ja, mittlerweile, ja. So, wie machen wir jetzt weiter? Jetzt gehst du mal her und zeichnest einen Kaufbereich ein. Vom Low zum High. Nein, 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 den haben wir ja schon. So. Da gehe ich jetzt erstmal einfach an den obersten Punkt. Ja, oder? Klar. Safe. So. Den
Irgendwas jetzt irgendwie in einer Art bläulichen Farbe, vielleicht, keine Ahnung. Beispiel, Was? ja, irgendwas, ist egal. So. Was genau? Also, das wäre unser nächstes Szenario. Erst da würden wir jetzt aus der Daily-Sicht das nächste Mal long traden. Und du hast da oben long getradet. Fällt dir Ja. was auf? Ja. Ja. Was du mal machen kannst, ja, wobei, nee, es passt eigentlich erstmal, bedeutet, wir erwarten jetzt übergeordnet, nimm mal, geh mal da, wo die, an der linken Leiste, wo du die Trendlinie hast, geh mal da nicht auf die Trendlinie, sondern auf diesen Pfeil nebenan. Auf den Pfeil nebenan. Das überall, wenn du auf so ein Ding drauf bist mit der Maus, entsteht so ein Pfeil rechts daneben. Ja, genau. Da klickt man drauf. Und geh mal auf diesen Pfeil und markiere dir den auch. Favorisiere dir diesen Pfeil unterm Fadenkreuz. Ja? Ja, favorisiere den mal auf dem Stern. Weil den brauchst du auch oft. Und jetzt nimmst du mal den Pfeil und zeichnest einfach mal grob so ein Pfeil, also ungefähr von da, wo der Markt aktuell ist. Ja, genau da. Einfach runter in den Kaufbereich. So ein bisschen schräg runter in den Kaufbereich. Richtig, ganz genau. Sehr gut. Super, Marco. Genau, jetzt kannst du wieder irgendwo hinklicken. Und dann siehst du, das ist jetzt schon mal eine mögliche Bewegung, auf die wir warten können. Das ist was, was wir durchaus in diesem Markt erwarten können. Dass es irgendwie über die nächsten Wochen, vielleicht auch Monate, runtergeht in diesen Kaufbereich. Okay, ja. Bedeutet für uns, obwohl wir jetzt übergeordnet nicht genau wussten, was jetzt als nächste Sache ist, wissen wir jetzt schon mal eine grobe Richtung. Wir können schon mal sagen, okay, wir haben hier gerade an einem interessanten Level reagiert, und zwar das war ja die Überschneidung von einem Kaufbereich und einem anderen. Du siehst, da ist ja auch noch so eine rote Linie, das war ja irgend so ein anderer Kaufbereich. Die haben sich da überschnitten. Und von dort aus Ja. reagiert der Markt short. Jetzt, was wir machen, für dich auch beim Analysieren. Wir können im Daily Chart jetzt nichts weitermachen. Und wenn wir, so, dann schauen wir uns immer im nächst untergelegenen Timeframe den Chart an. Das heißt, wir gehen jetzt mal einen 4-Stunden-Chart. Wir schauen uns jetzt mal an, was jetzt im 4-Stunden-Chart abging in diesem Bereich. Können wir auch noch nicht viel sehen? Gehen Stunden-Chart. Also da können wir jetzt nichts machen, oder? Nein, Bereit. wir traden jetzt hier keine komischen Aufwärtssequenzen oder Aufwärtsbereiche und zeichnen uns da auch nichts ein, weil es völlig irrelevant ist, weil wir sind übergeordnet im Verkaufsbereich. Jetzt gehst du mal in Stundenchart. Wir wollen Short. Wir wollen jetzt nach Short-Struktur suchen, die uns da runterbringt, wo wir hinwollen. Und jetzt klickst du mal auf, ja, jetzt, wenn du einen Doppelklick machst auf die rechte Leiste, Doppelklick auf die rechte Leiste. Was genau meinst du? Wo die Preise stehen. Rechts, rechts, nicht links. Ja? Nein, nein, auch nicht da. Da, Doppelklick. Ja? Oh. Dann sollte das eigentlich sich, Ja, ist okay. schon, habe ich. Dann, genau, dann So. ziehst, ja, jetzt, perfekt. Und jetzt ziehst du noch ein bisschen kleiner, das ist jetzt schon sehr groß alles. Und jetzt? Fällt dir was auf? Siehst du irgendwas? Ja. Hier gab es eine Aufwärtsbewegung und da geht schon in den Short-Bereich, oder? Also Falsch. hier Nicht war ganz. der. Ja, da haben wir jetzt unser primäres High. Das ist erstmal genau da, wo Ja. dein Fadenkreuz gerade ist. Jetzt gehst du mal mit dem Fib Retracement her und legst es mal da oben an. Nein, andere Seite, Bro. Ich würde es immer rechts, links davon. Ja, genau so. Ist immer ein bisschen schöner, finde ich. Und jetzt legst du es aber nicht bis ganz unten an, sondern schau dir doch die Struktur. Ja, ganz genau. Nein, ja. Ah, oder Ja. so.
Nein, nein, nein. Der niedrigste Punkt, bevor es nach oben ging, der niedrigste Punkt, dieser rote Docht einfach. Dieser eine Genau. rote Docht noch. Nein. So. Bisschen weiter runter, bisschen weiter runter. Ja. Okay, ja. Klicken. Und wieder ein bisschen rauszoomen. So, und da kann ich jetzt wieder einen Verkaufsbereich einzeichnen. Aber verstehst du warum? Weil bis zu diesem Punkt ist er runter und dann ist er hochkorrigiert. Deswegen ist das unser relevanter Punkt. Das war der niedrigste Punkt, wo der Markt jetzt ist. Er hat ein Lower Low gemacht, ist richtig. Aber da zeichnen wir unser Retracement nicht ein, sondern Ja. wir nehmen ja diesen Punkt, weil danach ist die Korrektur erfolgt. Und deswegen zeichnest du hier diesen Verkaufsbereich mal ein. Ach so, der ist quasi relativ schnell runter und dann hat er hier korrigiert. Das ist die Korrigierung. Nein. Schau mal, geh nochmal raus ein bisschen. Wir sind runter, 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 ohne dass er wirklich hochkorrigiert hat. Bis zu diesem Low, wir das Retracement angelegt haben und dann hat er hochkorrigiert, hoch in den Verkaufsbereich. Siehst du doch. Ja. Klar, der ist kurz hoch, dann nochmal runter, aber dann richtig hoch. Okay, ja, Diesen jetzt habe ich es kapiert. Verkaufsbereich zeigen Sie dir jetzt mal ein. Genau. So, wieder ein bisschen rauszoomen. Soll ich dir was verraten? Diesen Verkaufsbereich habe ich getradet. Ja. Echt, oder? Ja, natürlich. Ja, Ja, macht doch Sinn, oder? logisch. Ja, klar. Übergeordnet haben wir die Struktur festgestellt. Wir haben gemerkt, die sind übergeordnet im Verkaufsbereich und wollen runter in den nächsten Kaufbereich. Es Ja. ging hier relativ impulsartig nach unten. Es hat hochkorrigiert. Ich war platziert. Ja, klar. Und du tradest hier long und fragst dich, warum du einen Stop-Loss kassierst. Ja, klar. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Ich glaube, du hast einiges jetzt schon mitnehmen können, oder? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt, was sehen wir hier aktuell? Was macht der Markt hier aktuell? Was hat der Markt gemacht? Ja, der geht jetzt eher in die bärische Richtung, oder? Richtig, ja, das sowieso, das sieht man. Aber was hat er denn konkret gemacht? Ja, er hat ein Lower Low gemacht. Ja, das stimmt. Der Markt ist runter, hat hochkorrigiert und ist weiter runter. Was bedeutet das für uns nach diesem System? Ja. Wir haben eine Sequenz aktiviert. Wir haben eine bärische Sequenz aktiviert. Na, nein, 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 nein. Ja, zeichne es lieber, mach's rechts davon. Mach's rechts davon. Ja, genau. So und hoch das Ding. So, ja, perfekt. So. Ziellevel einzeichnen, let's go. Nein, zeichnen die ein bisschen weiter. Bro, zeichnen die ein bisschen, ja. Zieh sie noch ein bisschen weiter nach, ja, genau. Da wird es jetzt, denke ich, dann schnell runtergehen. So, das Und machen wir jetzt? für Real. Nee, mach den immer in der gleichen Farbe wie auch den. Mach den jetzt auch in Gelb. Dass man Ja. das zu ein und derselben Sequenz zuordnen kann. Und jetzt nimmst du die ABC-Bewegung. Jetzt löscht du es. Ja, kannst so machen, ist egal. Genau, Retracement rauslöschen. Bisschen rauszoomen aus dem ganzen Markt. Oh, nee.
Beziehungsweise mal ein bisschen weiter runter. Ja, jetzt genau. Und jetzt ziehst du die ABC-Bewegung. Von oben zum ersten Low, hoch in den Verkaufsbereich und runter in die Ziellevel. Und das machst du jetzt in Gelb. Also sowas tue ich erst im Stundenchart einzeichnen. Das macht im 4, Daily oder Weekly macht es gar keinen Sinn. Ja, wir hatten ja keine Sequenzen. Wir hatten ja nur Verkaufsbereiche. Das war ja nie so, dass jetzt irgendwie eine Sequenz wirklich aktiviert wurde. Es war ja nie so, dass es dann, wenn es runterging und dann hat er korrigiert, dass es ein Lower Low gab. Oder wenn es raufging, er hat korrigiert, dass es ein Higher High gab. In anderen Märkten zeichnet man auch Wochenchart-Sequenzen ein. Hier nicht. Weil es hier keine gibt. Okay. Ja, das der stimmt. Markt mehr oder weniger von Verkaufsbereich zu Kaufbereich zu Verkaufsbereich zu Kaufbereich hin und her pendelt. Warum bin ich jetzt diesen Trade eingegangen? Aus verschiedensten Gründen. Unter anderem, weil dieser eine Verkaufsbereich im Weekly Chart gebrochen wurde. Das war für mich eine Komponente zu sagen, hey, wir haben hier bärische Kraft. Das war für mich eine der Komponenten, weshalb ich gesagt habe, ich probiere diesen Entry hier. Ja. Okay. Ich will, dass du in diese Denkweise reinkommst. Ich will, dass du verstehst, dass man das gesamte Bild betrachtet. Nicht nur, ich schaue mir jetzt im Stundenchart mal an und zeichne mir mal irgendwelche Verkaufsbereiche oder irgendwelche Kaufbereiche ein und trade die. Ich will, dass du verstehst, dass wir immer den gesamten Markt im Überblick haben. Vom Wochenchart bis runter in den Daily Chart. Zeichne nochmal das Fib Retracement kurz ein. Sorry, die Trendbasierte. Nein, ja, oh, gut, egal, passt. Nein, immer am Docht oben, immer am Docht oben. Du hast es am Kerzenkörper angelegt. Ah, nee, doch nicht. Ah, passt. Sorry, passt. Alles gut, passt. Ja. Easy. Oder? Ja. Ja, so jetzt. Ja. Oh, jetzt hat. Genau. Na, guck, das passt hier nicht ganz. Ja, du hast es auch Nein, es hat schon gepasst. Du hast nur die A, das A hast du unsauber eingezeichnet im Retracement. Es hat schon gepasst. Ach so. Okay. Mach nochmal beim A, beim Retracement. Geh nochmal zum Retracement. Nee, nicht das, das ist ja die Sequenz, sondern diesen Retracement-Punkt, der da unten liegt. Bisschen weiter rechts mit der Maus gehen. Nein, das ist egal. Ja, klar. Den Punkt hier wollen wir. Ja, siehst du? Nee, auch das hat jetzt nicht gepasst. Auch das hat nicht gepasst. Da sieht man so schlecht. Warte, den Punkt verschiebe ich jetzt einfach mal. So, jetzt. Sieh es weiter runter. Das muss am untersten. Ja. Weiter runter, ein bisschen weiter. Ja, so. Jetzt. Ja. Genau. Im Prinzip, ja, so wichtig ist es nicht. Es geht ja erstmal ums Prinzip. So. Schau, da sieht und schon passt das Ziellevel wieder. Also, und jetzt siehst du eine interessante Linie. Da steht 1. Die ist da noch mittendrin, gell? Siehst du die? Da, genau. Das ist die 100%, das ist die sogenannte 100er Extension. Jetzt nimmst du eine Trendlinie her und zeichnest diese Trendlinie genau da ein. Machst du auch in Gelb. Jetzt kannst du das Fib Retracement rauslöschen. Die 100er Extension, das ist im Prinzip die 0A-Bewegung, genau die gleiche Länge von der 0A-Bewegung. Also 0 ist ja ganz oben, gell? Da, ja. Genau. Wenn du da auch, geh mal nur, ja, egal.
Schau, das ist, da wird dann oben die 0 angezeigt. Siehst du das? Ja. Ja. 0a und diese Linie, die sich hier gebildet hat, das ist im Prinzip die gleiche Länge nur von B aus. Das wäre die gleiche Länge von B aus. Ist klar, oder? Ja. Und ganz, die ganz ist oft, genauso lang wie die. Genau. Ganz, ganz oft passiert es, dass der Markt an der 100er Extension korrigiert. Wenn du mich jetzt fragst, was ich jetzt erwarte in diesem Markt, ich erwarte, dass dieser Markt mindestens bis zur 100er Extension geht. Okay. Was genau bedeutet das dann? Also? Gar nichts. Das passiert einfach ganz oft, dass der Markt jetzt bis zur 100er Extension geht und dann, ich sag mal so, mit 30%iger Wahrscheinlichkeit geht er weiter in die Ziellevel nach unten. Gell? Ja. Und mit 70%iger Wahrscheinlichkeit gibt er uns hier nochmal eine Korrektur. Das ist dann die sogenannte BC-Korrektur. Ja, okay. Ja. Und dort wäre mein nächster Sell-Entry in diesem Markt. Dort wäre überhaupt generell mein nächster Entry in diesem Markt. Die WC-Korrektur, die kannst du theoretisch auch jetzt schon ziehen. Die dürfte auch passieren, noch bevor der Markt die 100er Extension erreicht. Das heißt, nimm mal das Fib Retracement und zieh es mal vom B zum niedrigsten Punkt aktuell. Und diesen Bereich kannst du mal einzeichnen. Okay. Das wäre nach System der nächste Re-Entry im Euro JPY. Allerdings würde ich den nicht traden. Warum nicht? Weil das ist mir zu wenig Bestätigung. Der hat hier so ein bisschen Lower Low gemacht. Das reicht mir noch nicht. Der Markt soll wirklich mal zeigen, dass er bärische Kraft hat. Und erst dann würde ich diesen Bereich traden. Aber lass ihn drin. Lass ihn erstmal drin. Weil den kannst du dann einfach anpassen. Weil schau mal, wenn der Markt jetzt weiter runtergeht, lass das Retracement auch mal drin. Mach mal Steuerung 7. Ah nee, geht bei Apple nicht, egal. Das Fib Retracement kannst du ja immer anpassen. Leg's nochmal kurz an. Ja, perfekt, okay. Jetzt geh mal zum unteren Level. Nimm mal das untere Level mit der Maus. Nein, vom Retracement, diesen unteren Punkt. Genau. Wenn der Markt jetzt weiter fällt, dann ziehst du es halt dann einfach nach. Zieh ich den einfach nach. Richtig. Ja, ja. Und im Idealfall macht er die 100er Extension, zieh es mal circa zur 100er Extension ein bisschen drüber. Oder ein bisschen drunter, besser gesagt. Genau. Ne, ein bisschen drunter. Ja. Angenommen, der Markt macht wirklich diesen Move, geht bis da, bricht die 100er Extension, lass den Bereich, alles gut, musst du jetzt nicht anpassen. Ich will dir nur sagen, das wäre mein Ideal, dann würde ich wieder Sell einsteigen. Wenn ich sehe, okay, der Markt hat die 100% 100er Extension erreicht und korrigiert nach oben, dann würde ich mir den Verkaufsbereich einzeichnen, dort würde ich mich platzieren und Sell traden. Okay, ja. Du würdest auch erstmal so das Fib Retracement stehen lassen, oder? Und ja, dann klar. Schauen, wie sich es ergibt. Natürlich, man kann es ja immer wieder, eigentlich ist ja jetzt kein Stress, so das, man kann es natürlich auch erstmal rauslöschen, so keine Ahnung. Aber. So, okay, ja. Es ist nur um dir das mal zu zeigen, genau. Okay, ja. Ich muss kurz schauen, weil ich habe eigentlich um 12 einen Call mit Niklas, deswegen müsste ich eventuell gleich weiter, aber solange der ist gerade online, ich schau mal, wann er schreibt. Ja, egal. Auf jeden Fall, was ich sagen möchte, ich glaube, das war ein wichtiger Call, den wir mal gemacht haben. Ich glaube, jetzt hast du mal so ein bisschen mehr einen Einblick, wie man wirklich dieses System tradet. Und Bro, das geht in jedem Markt.
Das machst du in jedem Markt. Es ist zwar am Anfang ein bisschen schwierig, gebe ich zu, wirklich diese Sachen zu erkennen, aber es ist immer und immer wieder das Gleiche. Immer das Gleiche. Okay, ja, ja cool. Also da bin ich auf jeden Fall, ja, wie soll ich sagen, mit dem Wissen ein bisschen weiter, weil ich kam mir davor immer so ein bisschen komisch vor, so mittendrin und wusste nicht, was ich da machen soll und ergab es irgendwie alles so ein bisschen keinen Sinn. Das habe ich dann auch im MetaTrader gesehen, dass dann nur noch Stop-Loss reingehauen hat sozusagen. Und klar, die Übersicht ist jetzt hier natürlich eindeutig größer. Also da sieht man jetzt halt dann auch einfach, hier geht es halt einfach bärisch runter. Ja? Da kann ich kein Kauf, kann ich hier nicht kaufen, das ist ganz klar jetzt so. Natürlich. Und nicht nur da deswegen, sondern weil es übergeordnet so ist. Ja. Das ist wichtig zu verstehen. Untergeordnet ist eigentlich scheißegal. Untergeordnet, da nehmen wir dann halt die nächsten Entry. Aber übergeordnet muss das stimmen. Übergeordnet ist viel, viel, viel wichtiger als untergeordnet. Ja, also man erkennt ja halt hier auch dann im Weekly, oder? Und dann hier im Daily. Boah. Das war, glaube ich, wirklich. Das war Daily, ja, genau. Da müsstest dann halt du nochmal in Weekly oder Daily rein, um das, sag ich mal, zu erkennen. Aber ja. Mir ist es wichtig, dass du das verstehst. Und das Wichtige ist zu verstehen, wir ziehen nicht einfach irgendwo unser FIP-Retracement. Das machen wir nicht. Ja. Sondern wir schauen, wo wir übergeordnet stehen. Und dementsprechend gehen wir runter, ziehen dann möglicherweise einfach unser FIP-Retracement. Okay, ja. Genau. Gut, Bro. Im Prinzip, hey, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut von der Zeit. Niklas, wir haben den Call, ich habe den Niklas den Call auf morgen Abend verschoben. Okay. Ich weiß nicht, wie es bei dir zeitlich ausschaut. Wenn du magst, ich bin am Start. Ich fühle es. Wir können gerne mal uns einen anderen Markt auch nochmal angucken. Sehr, sehr gerne. Ja, klar. Also. Such dir einen aus, Bro. Such dir einen aus. Jo. Dann gehen wir den durch. Noch eine kurze Frage. 30, 15 und 5 Minuten kann ich eigentlich rauslöschen, oder? Da Null. Traden wir. Nein. Nicht. Lass sie drin. Lösch mal das FIP-Retracement hier kurz raus. Das ist ja doch, ja, FIP-Retracement, ja. Die Frage ist, was willst du jetzt im M30 traden? Ja. Da kannst du gerne mal reingehen in M30, klar. Ja, gut. Nix. Genau. Da gibt es noch keine Korrektur, kann man so sagen. Ja, hier auch nicht. Selbst das macht keinen Sinn, also stimmt, ja. Von Markt zu Markt unterschiedlich. Es gibt manche Märkte, da kannst du sehr, sehr wohl im M5 auch teilweise traden. Ich habe gestern im NZD-USD eine Analyse gemacht mit 3 Trades innerhalb von, ich sag mal, einem Zeitraum von 10 Stunden circa. Wenn man diese 3 Trades jeweils mit 1% Risk gemacht hätte, hätte man 11,5% Kontowachstum gehabt. Im 5-Minuten-Chart waren das jeweils Trades. Hier ist das aktuell alles, was wir haben. Mehr haben wir hier nicht. Ja. Damit muss man klarkommen. Dann ist es halt so. Trading ist zu 80% Warten. Warten auf den nächsten guten Entry und nicht irgendeinen Entry zu nehmen. Wenn der Markt jetzt hier hoch korrigiert, ich bin da nicht drin am BC-Korrekturlevel. Weil das reicht mir nicht als Bestätigung. Das ist für mich dann kein valider Trade. Dann zeigt es mir, hey, der hat kein Short-Potenzial. Wenn er nicht mal die 100er-Extension erreicht. Wenn er hier irgendeine kleine Lappensequenz macht, sell, dann trade ich den nicht sell.
ich will hier schöne Bestätigung sehen. Aktuell gibt er die Bestätigung. Es geht sehr impulsartig nach unten. Das gefällt mir enorm gut. Ja. Wenn er so weiterzieht, beste Leben. Dann bin ich drin im BC-Korrekturlevel. Wenn nicht, dann nicht. Also in dem dann quasi. Genau. Das ist die BC-Korrektur. Warum heißt die BC-Korrektur? Weil wir vom B zum C runter die Korrektur traden. Weil das ist ja die Korrektur, die in dieser Bewegung stattfinden sollte. Jo. Die würde ich erst traden, wenn er mir hier ordentlich zeigt, er hat bärische Power. Genau. Deswegen, lass uns einen anderen Markt anschauen. Okay. Dann nehmen wir doch mal den Euro-USD. Richtig, so mag ich das rein in den Weekly-Chart. Jetzt macht er schon wieder Faxen hier. Nein. Manchmal geht es erst so ab der Mitte irgendwie. Das war bei mir bei meiner Probe da drin. Das wäre irgendwie auch so ein kleiner Bug. Egal. Ja, passt. So, gut. So, ein bisschen so. Euro ist so ein bisschen schwierigerer Markt, aber. Ja. Also, was haben wir gelernt? Wie fangen wir das Ganze an? Ja, Euro-USD haben wir letztens auch mal so ein bisschen angesprochen gehabt. Ja, das haben wir, glaube ich, letztens mal eine kleine Analyse gemacht dazu. Hier zum Beispiel, ja, aktuell ist so im Durchschnitt hier, oder? Aber eher in die bärische. Also richtig. Also hier kann man schon meiner Meinung nach sehr klar sagen. Kleineres Low. Ich finde, hier kann man sehr, sehr klar sagen, wir sind im Abwärtstrend. Ja. Also würde ich auf jeden Fall mal so sagen. Wir haben nur Lower Highs im Wochenchart. Für mich ganz klar. Okay, ja. Jetzt? Das heißt? Was ist der nächste Punkt? Nee, den Pfeil lassen wir mal noch weg. Alles gut. Das ist nur der erste Blick an das Ganze. Was ist der nächste Schritt? Okay, wir haben jetzt All-Time-High, All-Time-Low eingezeichnet, haben eine Art Trendbestimmung gemacht, haben jetzt schon mal gesagt, okay, wir sind hier eher bärisch eingestellt. Ja. Eine Gesamtanalyse, oder? Also eine Gesamtanalyse ist das, was wir eh machen. Ja, klar, aber mit dem Fib Retracement. Nein. Oder? Der nächste Punkt ist, wir suchen uns markante Dreh- und Wendebereiche und schauen, was wir da für Struktur erkennen können, was wir da für Struktur einzeichnen können. Was ist hier der markanteste Dreh- und Wendebereich erstmal? All-Time-High, Bro. All-Time-High. Jo, stimmt. Hier? Natürlich. Dann geht's. Klar. Ja, brauche ich noch ein bisschen Auge für. Hey, Bro, meistens sind es All-Time-High und All-Time-Lows. Nicht immer, aber okay. Oft sind es All-Time-High oder All-Time-Lows, von denen man anfangen kann zu analysieren. Genau, Bro. Übrigens kann man auch hier schön sehen, wie der Euro immer, immer schwächer wird. Oder immer, immer schwächer wurde, im Gegensatz zum US-Dollar zum Beispiel. Auch sehr, sehr interessante Beobachtung, nur nebenbei. Aber gut. Also, was machen wir jetzt erstmal? Wie würdest du jetzt anfangen, hier Struktur zu erkennen? Oder Struktur einzuzeichnen? Ich würde das Fib-Retracement nehmen. Und da ich ja weiß, dass es bärisch bergab geht quasi, einfach mal... Nein. Nein, nein, nein. Das machen wir nicht. Nein? Wir haben ja...
wir haben ja andere markante Bereiche erstmal. Schau mal, es ging von ganz oben erstmal radikal nach unten, dann wieder nach oben, dann wieder nach unten, dann wieder nach oben. Wir beschäftigen uns erstmal mit dieser Range. Wir schauen erstmal, was hier abgeht. Weil was wir hier schon mal sehen, ist, wir waren oben, wir sind runter, ja, wir sind wieder hoch und weiter runter. Was sagt uns das? Wir haben Lower Low danach gemacht. Stimmt, ja, klar. Macht's Klick? Wunderbar. Trendbasierte Fib-Extension, oder? Also, was haben wir hier? Faktisch. Faktisch geht's. Faktisch haben wir hier eine bärische Sequenz. Das ist das, was genau. Wir haben. Ja. Ja, hier generell, also das, ja. So geht's runter quasi. Ungefähr jetzt. Ja, das ist klar, ja. Aber wir wollen ja, wir arbeiten nicht mit Trendlinien, sondern wir arbeiten mit Sequenzen. Kauf- und Verkaufsbereichen. Ja. Das heißt, oh, deine Batterie, dein Mac kackt fast ab. Batterie fast leer, steht dran. 10% noch. Ja, das geht noch ein bisschen. Hast du gar keine Steckdose am Start, oder wie? Doch. Dann hole ich schon eine. Alles gut, ja. Hast du und ich bin auch kurz eine Minute weg. So. Okay. Also, Bro, wie machen wir jetzt weiter? Moment, bin sofort am Start. Bisschen stressig hier mit der Steckdose. So. Voll der Haus mit irgendwelchen Geweihen, Alter. Ja. Okay. Schwierig. Passt. Passt soweit oder bist. Ja, sehr gut. Alright. Gut, Marco. Ja, wie fangen wir jetzt hier an, Struktur einzuzeichnen? Ist natürlich jetzt hier die Frage. Ja. Gute Frage. Also, wir nehmen jetzt erstmal das All-Time-High. Ja. Und zieh das Fib-Retracing mal vom All-Time-High zum nächsten Low. Da sehen wir, dieser Verkaufsbereich hat gerade so gehalten. Ja. Was ist dann passiert? Wir haben ein Lower Low danach gehabt, gell? Ja. Also hier bedeutet, würde Sequenz aktiviert. Aber, das habe ich dir letztens schon mal versucht, so ein bisschen zu erklären.
Danach sind wir wieder enorm weit nach oben und haben dadurch diese Sequenz auch direkt wieder zerstört gehabt. Weil wir damals das 78-6er, leg mal das Fib-Retracement an der theoretischen BC an, dieser anderen Bewegung. Hier. Nein, so. Ja, und oben, von ganz oben musst du runterziehen zu diesem Low, zum theoretischen B dieser Sequenz. Weil das wäre dann theoretisch die BC-Korrektur. So wie wir es jetzt gerade circa im Euro-JPY gemacht haben. Da haben wir auch ungefähr eine Sequenz leicht aktiviert gehabt. Und ungefähr, so wie hier, wir haben sie leicht aktiviert gehabt, nur, was wir jetzt hier im Euro-USD sehen, der Markt ist danach enorm nach oben geschossen, hat das 78-6er-Level stark gebrochen. Siehst du das? Ja, ja. Damit haben wir diese Scheinsequenz direkt zerstört gehabt. Wir hätten die Sequenz in dem Moment direkt rausgelöscht. Was hätten wir gemacht? Wir hätten das GKL genommen, das Gesamtkorrekturlevel. Bedeutet, jetzt ziehen wir das Fib-Retracement wieder hoch und nehmen jetzt im Prinzip die gesamte Struktur und sehen, dieser Bereich, der sich nach diesem weiteren Low gebildet hat, der hat dann auch gehalten sogar. Siehst du das? Und den zeichnest du jetzt ein. Den zeichnest du jetzt ein. Ganz genau. Ab da geht er los. Richtig. So lange musst du den jetzt auch nicht ziehen, aber ist okay. Kann es auch nur die Hälfte der... Ja, reicht auch die Hälfte. So. Fib, Retracement rauslöschen. Und da siehst du auch mal, was für eine Macht diese Bereiche haben. Schau mal, der Markt ist wahrscheinlich einige tausend Pips nach unten, aber er ist dann nochmal nach oben, hat direkt am 50er von diesem Bereich nochmal reagiert. Siehst du das? Ja. Das heißt, diese Bereiche haben immer ihre Bedeutung. So. Die sind immer wichtig. Was haben wir dann? Geh mal ein bisschen mit dem Fadenkreuz am Chart entlang. Fang mal an, fang mal an in dieser Korrektur, als der Markt dann wirklich das erste Mal dann in diesen Bereich rein ist. Nein, weiter, das erste Mal rein. Da ist er schon das zweite Mal rein. Ja, da, genau. Jetzt gehst du mal ein bisschen runter. Das heißt, wir haben hier runter korrigiert, aus diesem, haben plötzlich bärische Kraft gebildet, aber haben kein Lower Low gemacht. Haben noch kein Lower Low gemacht. Das hat noch nicht ausgereicht. Wir haben noch keine aktive Sequenz. Der Markt musste nochmal hoch. Hat nochmal am 50er reagiert und ist dann enorm impulsartig nach unten gezischt und hat wirklich Boom, sogar dann im gleichen Zuge kurz danach noch ein All-Time-Low gebildet. Ja. Das. Und dann ist er wieder ein bisschen nach oben korrigiert und so weiter und so fort. Also aktivierte bärische Sequenz. Ein Zeichen. Jo. Nee. Ah, schwierig. Von hier oben dann aus, oder? Natürlich. Klar. Bro, jetzt. Nein! Wir wollen die Sequenz einzeichnen, nicht? Keine Trendbasierte. Kein Retracement. Doch, das Retracement passt schon. Aber du löschst nochmal raus und legst nochmal gescheit an. Wo ist unser Nullpunkt? Warte mal, bevor ich mit der... Ja doch, passt, bleib drauf. Und jetzt geh mal... Wo ist der Nullpunkt der Sequenz? Null. Wo fängt die Sequenz an? Ach, falsche Denkweise, oder? Nein, nein, nein. Hä? Was machst du, Bro? Wo fängt diese bärische Sequenz an? Die bärische, Mann. Bro, es ist doch eine fette Abwärtssequenz. Wir haben doch gerade festgestellt, wir sind vom All-Time-High runter, haben hochkorrigiert, haben ein Lower-Low gemacht. Ja. Das heißt... Wir haben eine bärische Sequenz aktiviert und die wollen wir jetzt einzeichnen. Dazu brauchen wir die Trendbasierte Fib-Extension, die hast du aktiviert. Genau. Die lege ich doch... Nein, Bullshit. Hä? Bro, wo fängt denn die Sequenz an? Wo fängt die bärische Sequenz an?
Hier. Also hier, die kam hier runter, Ja, hat korrigiert und ist von dann wo kam sie hier runter? von hier. Ja, also, das Null, da fängt die Sequenz an. Stimmt, ja. Null, wo ist das A? Nein. Hier. Nein. Haben wir doch gemerkt, dass das nicht gehalten hat, dieses A. Weil dann gab es zwar ein B und dann hat sich auch eine leichte Sequenz aktiviert, aber die wurde dann wieder zerstört. Deswegen haben wir das nächste Low genommen. Ja, da ist unser B. Klicken. Und wo ist unser. Dann. Nee, da ist unser A. Und jetzt, wo ist unser B? Jetzt geh mal auf die rechte Seite mit der Maus. Nein, nein. Rechts, 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 weiter rechts. Weit rechts, ja, in den weiter nach rechts, weiter nach rechts, weiter nach rechts, weiter nach rechts, weiter nach rechts. Ja, so ist gut. Und wo legen wir es jetzt an? Wo ist unser B? Das funktioniert Hier. halt. Nein. Ja. Klicken. Ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert. Deswegen habe ich auch gesagt, der Euro-USD ist ein bisschen komplizierterer Markt, weil wir haben da eine Okay. sehr unschöne 0A-Bewegung. Wir sind von 0, von ganz oben, sind wir runter, impulsartig, sind wieder nach oben und haben sogar ein Lower Low gemacht. Das hat den Anschein, wir haben ja eigentlich hier schon eine leichte aktive Sequenz. Aber dadurch, dass es dann auch nochmal so weit nach oben ging und das 78,6er Level zerstört wurde, wurde diese erste Sequenz, die wir eingezeichnet hätten, wäre zerstört gewesen. Und unser nächster Verkaufsbereich ist der, den wir jetzt in Rot hier drin haben. Das heißt, Okay, ja. zeichne mal, warte mal, Bro, nimm mal einen Pfeil. Nimm mal den Pfeil. Und jetzt zeichne den Pfeil mal vom Alltime, von 0 zum A ein. Ja, geh ruhig zu diesem Docht hin. Geh ruhig genau zu diesem Docht. Nein, 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 nicht dahin. Zu dem Docht von. Ja, genau. Das hier ist unsere Abwärtsbewegung. Auch wenn sie unschön deswegen ist, weil es nochmal so krass nach Ah, oben ging. okay, alles klar. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Ich habe jetzt halt gedacht, das hier wäre eine aktive Sequenz, ja. Aber das, ja, Die wurde ja gilt zerstört. Das ist eigentlich das, was ich als, versuche dir zu erklären. Das war auch eine ja. aktive Sequenz. So lange, bis das 78,6er Level dieser Sequenz zerstört wurde. Hier, da oben, die blaue Linie. Oder? Dadurch ist es zerstört worden und dadurch, ja. Nein, nicht ganz. Nicht, auch nicht ganz. Sondern von diesem Punkt müsstest du das Retracement runterziehen. Weil das ist das erste B gewesen. Das ist Machen das wir einfach erste noch B mal. gewesen. Und wenn du da dann runterziehst, Klar, dann ist. dann wurde es zerstört. Und deswegen nehmen wir nicht das erste Low, das sich gebildet hat nach dem All-Time-Low, sondern wir nehmen das nächste Low als A-Punkt. Ist es soweit verständlich? Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig erstmal zu verstehen. Ja. Aber Okay. hast du es? Sei ehrlich, hast du es verstanden? Ja, grob. Also bei Wir mir hatten muss es eine noch aktive ganz Sequenz, sitzen. Ja. aber ein Merkmal der aktiven Sequenz ist, dass zwischen dem B, dass es vom B aus, wenn der Markt dann runtergeht, darf er nicht weiter als bis zum 78,6er hochkorrigieren. Wenn er weiter hochkorrigiert, wird die komplette Sequenz zerstört und rausgelöscht. Und wir müssen uns neue Struktur suchen, die hält. Und die haben wir nur, indem wir wirklich vom All-Time-High zu diesem nächsten Low gehen. Weil dann, wenn wir hochgehen, sehen wir, dieser Bereich hat gehalten. Und seitdem, wenn wir jetzt theoretisch das BC zeichnen, das wurde dann nicht mehr zerstört ums 78,6er. Der Markt ist nie mehr so weit hochgekommen. Für dich jetzt erstmal wichtig, Bro, oder was generell wichtig, Ziellevel einzeichnen.
wir wollen jetzt die Sequenzen erstmal einzeichnen. Wir haben sie jetzt nur angelegt, dass die trendbasierte. So, Bro, also nochmal. Das haben wir doch angelegt. Ah, mein Gott. Ja, klar. Jetzt zieh den Markt erstmal weiter auseinander. Wir brauchen jetzt eine übergeordnete Sicht. Weiter nach unten, weiter nach unten. Ja, ja. Guck, da unten sind die Ziellevel. So. Fang weiter links an. Ja. Noch weiter. Ja, so weit auch nicht. Ja, egal, ja, zum Beispiel. Perfekt. Lass die Trendbasierte mal noch drin. Zeichne jetzt erstmal die ABC ein. Bro, musst du nicht ranzoomen so. Das ist nur ungefähr. Die ABC ist völlig. Nein, Bro! So. Nein! Was war unser A? Eieiei. Wir haben noch festgestellt, dass das nicht gehalten hat, diese erste Struktur. Oder? Bro, schau den blauen Pfeil an. Schau den blauen Pfeil an. So. Dann hier runter. Bro, wie ist denn der blaue Pfeil angelegt? Hier. Zu diesem Low. Ja. Ja. Genau diese Bewegung zeichnest du jetzt mal ein. Du zoomst jetzt erstmal weiter raus. So. Jetzt gehst du auf das ABC. Fängst an am Nullpunkt. Der Nullpunkt ist doch hier, oder nicht? Habe ich das richtig verstanden? Ja, also da hier fängt ja unsere Struktur an, die wir jetzt suchen, die wir jetzt einzeichnen. Genau. Das heißt, die Bewegung geht hier runter, hier hoch. Nein, Bro, und eben genau nicht. Weil, schau mal, okay, pass auf, jetzt lass mal so drin. Hat die BC-Korrektur gehalten? Hat die Korrektur, die zwischen B und C passiert ist, hat die gehalten? Bro, die hat eben nicht gehalten und deswegen haben wir nicht dieses Low als A genommen. Stimmt. Ah, Mann, schwierig zu erklären. Das ist auch, ich habe da auch ein bisschen gebraucht, um das zu raffen. So im Prinzip ist es auch jetzt nicht so wichtig, dass du das verstehst, aber also, wir haben vom Null bis zu diesem A, wo du jetzt, schau mal, Bro, ich habe dir doch extra gesagt, zieh den blauen Pfeil so, wir nehmen dieses Low, wo der in der blaue Pfeil geht, das ist unser A. Da ist unser A. Und unser B ist dann die Korrektur davon. Was mich halt ein bisschen verwirrt, ist halt, das B liegt schon früher in der Zeit. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja, schon davor passiert. Du bist am falschen B, Bro. Du bist am falschen B. Das B ist nicht das. Das B ist da, wo wir unseren roten Verkaufsbereich eingezeichnet haben. Alles klar. Ja. Das ist unser B. Jetzt hat's. Vielleicht musst du dir dann das Recording von diesem Video nochmal anschauen und nochmal ganz genau zuhören, was ich gesagt habe. Dann verstehst du vielleicht auch, warum. Auf jeden Fall. Warum wir das nehmen und eben genau nicht das, was du im ersten Moment gedacht hast. Weil das war zu einem gewissen Zeitpunkt eine aktive Sequenz. Aber die wurde dann zerstört dadurch, dass der Markt dann wieder so weit nach oben ist. Und das hat dazu geführt, dass diese Sequenz zerstört wurde, weil das 78-6er-Level wurde durchbrochen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir sagen, wir nehmen das nächste Low, das ist das, was wir jetzt haben. Im Prinzip, Bro, ich bin dir ehrlich, die Sequenz wäre viel schöner, wenn es so wie der blaue Pfeil nach unten ging. Ja.
Überleg mal, die Sequenz wäre viel schöner und auch viel verständlicher für dich jetzt, wenn dieser blaue Pfeil einfach so nach, wenn der Chart Markt einfach ruckartig vom All-Time-High dahin ist, wo der blaue Pfeil aktuell ist. Und wenn okay, er nicht dazwischen nochmal diese Bewegung gemacht hätte. Aber egal, Bro, wollen wir da jetzt nicht länger uns aufhalten. So, schau dir das Recording ja nochmal an und dann auf jeden Fall, ja, verstehst du es eventuell. Jetzt kannst du auf jeden Fall mal die trendbasierte rauslöschen. Und die Sequenz machst jetzt statt Gelb mal Rot. Weil wir haben ja auch alles andere in Rot. So. Was ist denn das hier schon? Nein. So. Du musst auf Vollbild gehen. Oben rechts kannst du auf Vollbild gehen. Nein, nein, oben rechts. Ja, jetzt hat passt. Gut, ja. Und jetzt machst du es rot. Okay, den blauen Pfeil kannst du auch rauslöschen. Gut. Und jetzt zieh den Markt mal wieder ein bisschen zusammen, dass man es ein bisschen schöner und übersichtlicher alles sieht. Genau, auch gerne ein bisschen dehnen das Ganze, dass wir da ein bisschen, ja, nicht ganz so weit. Das ist so, dass man die Ziellevel noch sieht. Bisschen nach oben ziehen jetzt. Ja, ja, wunderbar. Ja, so super. Perfekt. So mache ich das. Ich trimm dich hier gut, gell? Aber glaub mir, das wirst du alles noch checken. Also, das ist jetzt so eine Kleinigkeit. Ich gebe zu, das ist im Euro-US-Dollar schwierig zu verstehen, aber auch das wirst du noch verstehen. Alles gut. Es ist auch nicht so eine krass wichtige Sache, aber schau dir dann einfach das Recording an, dann wirst du safe. Ich bin mir sicher, dann wirst du es verstehen. Wenn nicht, dann kommen wir nochmal. Also, das ist unsere übergeordnete Struktur in diesem Markt. Okay. Wir wollen in die Ziellevel ganz da unten. Ob die jetzt so realistisch sind, wird sich zeigen. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich kann nicht sagen, ob der Markt so weit runtergehen wird. Kann sein, muss nicht. Schau mal einfach mal. Ja. Soll ich das eigentlich noch blau zeichnen, damit es nicht verwirrt? Bro, das ist eine Sequenz und die machen wir in einer Farbe. Okay. Das ist unsere bärische Sequenz im Weekly Chart in Rot. Punkt. Passt so. Lassen wir es einfach so. Sequenzen, also bei mir ist immer die B-Korrektur, das Ziellevel und die Sequenz immer in einer Farbe. Das macht man so. Was wir jetzt machen, ist weiter mit. Wir schauen uns jetzt an. Wir wollen jetzt natürlich weiter rein in die Materie erstmal. Ja. Und zwar, das ist was, das weißt du jetzt nicht. Das weiß ich jetzt durch meinen Blick für den Markt, das weiß ich jetzt durch meine Erfahrung, dadurch, dass ich schon enorm viele Gesamtanalysen gemacht habe. Ich habe jeden Markt habe ich versucht einzuzeichnen, habe angeschaut, habe danach angeschaut, okay, wie hat es Michael Nims angezeigt? Oh, okay, ganz anders. Scheiße. Dann habe ich so angezeigt, wie Michael Nims angezeichnet hat. Dann habe ich wieder alles rausgelöscht. Habe ich es wieder auf meine Art und Weise angezeichnet. Dann habe ich versucht, verstehe ich das, wie ein Michael Nims anzeichnet und so weiter und so fort. Bis ich irgendwann dieses Wissen in mir drin hatte. Das kommt mit der Zeit. Mach dir da gar keine Sorgen. Das sind Dinge, die ergeben sich mit der Zeit. Am Anfang versteht man auch oft die Gesamtanalyse nicht. Da tradet man dann irgendwo im 4-Stunden-Chart und im Stunden-Chart seine Trades. Checkt zwar nicht ganz genau, warum jetzt die Gesamtanalyse im Wochenchart so ist, aber das, glaub mir, das wirst du mit der Zeit einfach rausfinden. So, wir machen weiter. Was wir haben, wo wir jetzt anfangen, ist mal beim B. Wir nehmen uns jetzt mal das B her. Das war der letzte Kaufbereich, aus dem wir rausreagiert sind. Ja. Was hat der Chart gemacht? Geh mal wieder mit dem Fadenkreuz auf den Chart. Der Markt ist nach unten. Was hat er dann gemacht? Korrigiert. Was heißt das für uns?
Genau. Flip Sehr gut. Replacement. Ran an die Holger reinzeichnen. Ja. Ja, das passt. Das ist jetzt nicht so wie im Wochenchart traden wir eh nicht. Da muss es nicht alles perfekt sein. Das machen wir jetzt mal in einer anderen Farbe, genau. Zum Beispiel Orange. Weil auch das ist ein Verkaufsbereich. Ganz klar, oder? Und der war auch schon da, bevor die Sequenz überhaupt erst aktiviert wurde. Weil wann, zeig mir mal, ab welchem Zeitpunkt die Sequenz in Rot überhaupt erst aktiviert wurde. In Rot. Die rote Du meinst Sequenz, jetzt bei. wann wurde die überhaupt erst aktiv? Jetzt verwirre ich mich aber ein bisschen. Wann Ab dem zeichnen Punkt wir, meinst du jetzt? wann zeichnen wir eine Sequenz ein? Wenn es ein Lower Low oder ein Higher High gibt. Genau. Das heißt, Wir haben hier hier eine gibt es ein Low. Abwärtsbewegung. Wir haben hier vom All-Time High, geh mal kurz zum All-Time High, wir haben vom All-Time High nach unten uns bewegt, zum Ja. A. Dann Ja. sind wir hoch in den Verkaufsbereich. Geh dann weiter mit dem Chart, geh am Chart weiter, dann sind wir runter, haben kein Lower Low gemacht. Siehst du das? Wir haben kein Lower Low gemacht. Ja. Dann sind wir hoch. Das ist höher als das, ja. Genau, dann sind wir hoch. Und dann, wo haben wir das Lower Low gemacht? Hier. Ja, natürlich, aber wo genau am Chart? Wo war der Zeitpunkt, wo wir das A durchbrochen haben nach unten? Genau. Ab diesem Zeitpunkt hätte man die Sequenz eingezeichnet. Okay. Verstehst du, wie ich meine? Ab Ja. diesem Zeitpunkt hatten wir eine aktive Sequenz mit diesen Ziellevel da unten. Davor nicht. Ja, ist klar, genau. Bei dem Punkt Da war die noch war nicht es ja aktiv. noch zu hoch, genau. Da war es noch Genau. zu sehr. Da hatten wir noch keine Sequenz, da hatten wir noch keine bärische Ziellevel. Da hätte das Ganze sich auch in eine Long-Struktur verwandeln können. Aber nein, der Markt musste nochmal weiter hoch, um neue Verkäufer zu generieren. Und dann ist das Ganze runtergecrashed. Und zwar enorm, enorm impulsartig. Überleg mal, schau mal, das sind Ja. fast nur rote Candles im Weekly Chart. Das ist krass, Mann. Ja. So, wie machen wir jetzt weiter? Schau mal, wir haben jetzt diesen gelben Verkaufsbereich eingezeichnet, gell? Da siehst du auch Ja. mal wieder, hier gab es eine sehr, sehr schöne Überschneidung. Auch dieser beiden Verkaufsbereiche nochmal, wo ich vorhin schon gesagt habe, wo es nochmal reagiert hat. Also sehr interessanter Bereich. Was haben wir da? Geh mal nochmal dahin, wo wir, geh mal nochmal zu dem primären High des gelben Verkaufsbereiches. Ja. Primären High. Das, genau das ist das, wo du warst. Ja, das nennt man dann das primäre High. Das ist nicht das All-Time-High, sondern das ist dann das sogenannte primäre High, einfach nur deswegen, weil das ist das High, das für diesen Verkaufsbereich verantwortlich ist, für den in Gelb. Geh mal nochmal hin mit dem Fadenkreuz. Was ist dann passiert? Nochmal, wir gehen nochmal durch. Was ist dann passiert? Der Markt ist impulsartig nach unten. Ja. Hat hochkorrigiert. Und dann Ist geht. dann impulsartig wieder nach unten. Und was hat er gemacht? Ist Sequenz aktiviert? Richtig. Nee. Doch. Genau. Klar. Er hat eine weitere Sequenz aktiviert und die zeichnen wir jetzt ein. Ja, genau, von dort, richtig. Bro, mach's rechts davon. Egal, egal, passt. Mach's hoch. Ah, nee, jetzt stimmt's nicht. Jetzt stimmt's alles nicht. Lösch nochmal raus und mach's nochmal neu.
Nein, 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 mach's rechts davon. Ja, ist viel, 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 viel besser zu sehen. Und jetzt hier runter. Aber auch, ja, einfach rechts davon. Das geht ja nur darum, wo die Linie ist. Es geht ja nicht darum, wo das Fadenkreuz ist. Genau, klicken. Und jetzt gehst du weit links davon. Weit, 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 weit nach links. Und legst es oben an. So. Glauben muss, es ist, ja, egal, passt, ja, passt grob. Und diese Ziellevel zeigst du jetzt ein. Geh mal nochmal kurz zurück, also ja, egal, ja, passt. Kannst du nochmal das, egal, ja, zeichne erstmal ein. Das heißt, auch da kannst du den gelben Verkaufsbereich noch ein bisschen weiter, ein bisschen länger ziehen, zum Beispiel. Oder den orangen ein bisschen. Gelbe Ziellevel, sorry, orangen Ziellevel. Kannst auch noch ein bisschen länger ziehen, dann sieht es schöner aus. Nee, Wie nee, meinst du es? den Ziellevelbereich. Einfach so wie den roten Bereich ein bisschen weiter nach links ziehen. Nein, andere Richtung, andere Seite. Ja, und dann kannst du auch das. Die ABC-Bewegung, das C unten kannst du ein bisschen paralleler dann anlegen. Ja, genau, so sieht es doch schön aus. Jawohl. Ja, So. Bro. So, was haben wir hier? Wir haben hier eine primäre Sequenz in Rot, eine primäre bärische Sequenz in Rot Und eine und Sekunde. eine sekundäre bärische Sequenz in Orange, die sich innerhalb der primären gebildet hat. Was bedeutet es, wenn wir hier noch eine sekundäre haben? Das zeigt uns auf, ey, vor allem sieht die sekundäre sieht viel, viel schöner aus als die primäre. Schau mal die primäre an mit ihrem komischen ersten Zickzack, was da nicht genau funktioniert hat, Ja. wo du deine Schwierigkeiten hattest, sag ich mal. Schau mal, die Ja. orange Sequenz sieht viel schöner aus vom Aufbau. Viel sequenztypischer. Da geht es Ja. pulsartig nach unten, es korrigiert hoch und es geht impulsartig weiter nach unten. Übrigens, wir haben ja da so eine Konsolidierungsphase. Siehst du die? Genau da, wo du jetzt gerade bist mit dem Zeiger, mit der Maus. Da Was ist ging da es, hier? genau. Das war, by the way, Zeitplatz. da, wo die 100er-Extension war. Deswegen habe ich vorhin gesagt, leg mal nochmal, nimm mal nochmal die Trendbasierte, ja doch, nimm mal nochmal die Trendbasierte und leg es mal an eine der beiden Sekunden. Nee, das ist Retracement, Trendbasierte. Nein, nein, nein. Trendbasierte. Trendbasierte. Eine, das da. Leg's mal in irgendeiner der Sequenzen an. Ist egal. Ist bei beiden so. Ja, leg's mal nochmal an. Zack, zack, zack. Siehst du das? Genau da, wo Ja, die jo. 100er-Extension ist, konsolidiert's. Weil die 100er-Extension hat eine Macht. Die 100er-Extension ist ein wichtiger Bereich im Markt. Ganz, ganz oft fängt der Markt dort an, ins Stocken zu kommen und nochmal hoch zu korrigieren. Was haben wir gesehen? Genau das. So, da war mein Akku niedrig. Moment. Dass ich gleich weg vom Fenster bin. Überleg schon mal, was man jetzt als nächstes machen würde. Ja, die 100, da könnte man eigentlich einzeichnen, oder? Ja, könnte man machen. Also würdest du das in diesem Fall jetzt einzeichnen? Das ist jetzt kein, So rumgefragt. das hat jetzt keine Relevanz dahingehend, dass ich jetzt sagen würde, deswegen mache ich jetzt das so und so. Es zeigt mir nur auf, Okay. einmal, das bestätigt mir die Struktur, das gibt mir eine Sicherheit, das zeigt mir, hey, diese Struktur, die hat hier Relevanz. Diese Sequenzen sind nicht einfach nur irgendwo jetzt irgendwie zufällig eingezeichnet, sondern es gibt mir eine Sicherheit in meiner Analyse, dass der Markt an der 100er-Extension korrigiert und dann auch noch uns nochmal nach, also konsolidiert und dann nochmal nach oben korrigiert. Das zeigt mir, ey, so schlecht kann ich mit meiner Analyse gar nicht liegen. Ja. Verstehst du, ich meine? Und Bro, lösch mal die Trendbasierte raus.
Und jetzt legst du mal nochmal bei der primären an. Genau das gleiche Beispiel wieder. Genau, genau. Das wollte ich dir nur zeigen, damit du das siehst. Ich will auch, dass du die 100er-Extension als ein wichtiges Level ab jetzt respektierst, dass du weißt, und deswegen bin ich vorhin im Euro-JPY auch nochmal drauf eingegangen. Hab gesagt, hey, ich will, dass der Markt dorthin geht. Und da bist du am besten, im Idealfall, zieht der Markt im Euro-JPY, du weißt ja noch, in dieser kleinen Sequenz, im Stundenchart, ja. Im Idealfall zieht er runter bis zu 100er-Extension, bricht die, gibt uns dann eine BC-Korrektur. Okay, ja. Was? Wie gehen wir jetzt weiter voran? Lösch wieder raus die 100er, die trendbasierte. Was machen wir jetzt weiter? Also einmal eine primäre und eine sekundäre Sequenz. Wie war der weitere Verlauf? Geh mal nochmal zum B von der sekundären. Was haben wir jetzt hier? Geh mal mit dem Fadenkreuz nochmal den Markt entlang. Runter, also impulsartig nach unten. Ja. Ja, dann ein bisschen konsolidiert. Ja, geh mal. Und was haben wir dann? Korrektur nach oben. Genau, ja. Bedeutet? Ja, sehr gut. Das wollte ich sehen. Nein. Schon besser? Ja? Ja. Ja. Sehr gut. Ein Zeichen. Perfekt. Nein, lass den in Gelb. Was ist das jetzt für ein... Er löst Retrace wieder raus. Was ist das jetzt für ein Bereich? Benennen wir mal diesen Bereich jetzt. Ich würde sagen, das wäre ein Verkaufsbereich. Ja, gehört zu den Verkaufsbereichen. Ja, das ist logisch. Verkaufsbereich ist es immer, wenn es eine Korrektur ist, eine Abwärtsbewegung. Dann ist es immer ein Verkaufsbereich. Okay. Was genau willst du dann? Ich helfe dir auf die Sprünge. Das ist einfach das BC-Korrekturlevel der sekundären Sequenz. Verstanden? Nee. BC sekundär. Ja. BC sekundär. Das BC-Korrekturlevel. Vom B zu B, ja, einfach die Korrektur. Natürlich, klar. Genau. Das ist genau der Bereich, den ich im Euro-JPY sehen möchte. Wo ich gesagt habe, das wäre mein nächster Sell-Entry im Euro-JPY. Wo wir vorhin hatten, im Stundenchart. Ja. Da haben wir auch eine Sequenz aktiviert, aber leider erst nur ganz, ganz knapp aktiviert. Wir sind da irgendwo, da wo der Markt im Prinzip 2015 jetzt hier im Euro-USD war. Wir haben die Sequenz, ja, ein bisschen weiter vorne noch, wir haben die Sequenz ganz knapp aktiviert erst. Nein, da haben wir sie ja schon stark aktiviert. Da haben wir die 100er-Extension. Nein. Ja, genau da sind wir ungefähr im Euro-JPY bei unserer Abwärtssequenz. Oder ist klar, wir haben die Sequenz ganz knapp aktiviert. Ja. Und ich habe ja gesagt, ich will jetzt, dass der Markt weitergeht nach unten, geh mal entlang mit dem Fadenkreuz, weiter nach unten,
hunderte Extension erreicht, vielleicht ein bisschen rumkonsolidiert und uns dann oben die Korrektur gibt in der BC-Korrektur. Das ist hier die BC-Korrektur im Wochenchart, im Euro-USD bei der sekundären Sequenz. Verstehst du? Verstehst du? Ja. Was wir jetzt aber auch noch einzeichnen, was auch noch ein möglicher Verkaufsbereich wäre, überleg mal welcher. Welcher Verkaufsbereich wäre auch noch möglich, dass der Markt da reingeht? Von? Nein. Also wir haben ja jetzt von dem Punkt zu dem Punkt. Ich mach's kurz, Bro. Zeichne mal die BC-Korrektur der primären Sequenz noch ein. Ja, natürlich. Nein, BC-Korrektur, nicht 0C-Korrektur. BC-Korrektur. Das haben wir ja schon. Was mache ich hier eigentlich? Ich brauche ja anderes Tool. Nein. Nein? Um eine Korrektur einzuzeigen, machen wir es immer mit dem Fibonacci Retracement. BC. Ja, wo ist denn der Markt am niedrigsten Punkt gewesen auf seinem Weg zum C? Ja, all-time low. Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter nach rechts noch mit dem Retracement. Ja. Boah, ey, das muss erst noch sitzen. Ey. Das muss ich mir echt nochmal angucken. Das ist schwierig. Nein, nicht da. Da fängt der Bereich nicht an. Da hatten wir das Low ja noch nicht mal. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Das heißt, das kannst du mal rauslöschen. Bro, lösch den Bereich raus. Da hatten wir das Low ja noch nicht mal erreicht. Du kannst ja den Bereich nicht einzeichnen, wenn wir das Low noch nicht mal passiert haben. Du kannst ja erst ab dem Low, wo wir das Retracement überhaupt hinziehen, erst ab dann macht es ja Sinn, den Bereich oben einzuzeichnen. Welches Low im Fibonacci? Genau, ab da macht es Sinn ungefähr. Ab da zeichnest du erst den Bereich ein. Jetzt zeichne den Bereich ein. Nein, Bro. Ja, schau mal, ja. Ungefähr ab hier. Davor wissen wir ja noch nicht mal, davor wurde das Low ja noch nicht mal passiert. Verstanden? Ja, klar. Gut. Ja, mach den ruhig ein bisschen größer. Der hat sogar theoretisch eventuell sogar noch mehr Relevanz, ja. Zack. Und in Rot. Den mach mal. Auch lass mal gelb, oder? Nein, in Rot. Der gehört zur primären Sequenz, deswegen machen wir den rot. Oder? Das ist doch logisch. Klar, natürlich. Zack. Wunderbar. So. Sehr gut. Also, wichtig zu wissen, folgender Stand der Dinge. Hier im Euro-US-Dollar zu unserer jetzigen Analyse, die wir hier haben. Wir haben eindeutig bärische Struktur übergeordnet. Wir wollen eindeutig weiter nach unten. Wir haben eine primäre Short-Sequenz aktiviert und sogar innerhalb der primären noch eine sekundäre bärische Short-Sequenz, die aktiv ist, die völlig legitim noch soweit ist, die ihre Ziellevel noch weiter unten hat. Das BC-Korrekturlevel der primären Sequenz, wurde einmal angelaufen, der Markt ist rausreagiert nach unten, ein weiteres Mal angelaufen. Aktuell sind wir ja gerade erst wieder rauskorrigiert aus dem BC-Korrekturlevel, der sekundären meine ich jetzt, oder? Ist klar. Ja. Hier. Da sind wir das erste Mal rausreagiert. Geh mal weiter mit dem Markt, ja, runter und dann sind wir nochmal rein und aktuell noch mal rausreagiert ein bisschen.
Oder? Ist, hast du Ja. halt verstanden? Ich sehe den Markt zu 70% short, aber zu 30% mini erstmal long. Warum erstmal eventuell ein bisschen long? Warum? Warum könnte ich mir vorstellen, dass der Markt erstmal noch mal ein bisschen nach oben zieht? Ja, schau doch mal an. Was haben wir da oben? Überschneidung, oder? Oder Ja, was Bro, genau? wir haben doch das primäre BC-Korrekturlevel noch überhaupt gar nicht abgearbeitet. Da war der Markt noch nicht drin. Der hat es einmal knapp verpasst. Stimmt. Ja, hier ist er verpasst, also hat er nachgelegt und jetzt wird er wahrscheinlich hier reinlaufen. Oder? Vielleicht. Wissen wir nicht. Ich persönlich gehe mehr davon aus, dass er weiter nach unten zieht. Das halte ich persönlich für realistischer. Wir Ja. werden es sehen. Können wir so nicht sagen. Ich persönlich halte es für realistischer, dass der Markt, also deswegen sage ich sage dir einfach mal meine Einschätzung so. Zu 70% sage ich, der Markt wird jetzt short gehen und vielleicht nicht unbedingt. Wer weiß, vielleicht wird er auch die Ziellevel irgendwann abarbeiten in ein paar Monaten oder in ein, zwei Jahren, kann sein. Ich halte, dass es jetzt eher short geht, halte ich für realistischer, für ein bisschen realistischer, als dass er nochmal hochzieht. Allerdings darf der Markt auch nochmal komplett hochziehen, vor allem dadurch, dass wir hier eben Überschneidung haben, dieser beiden Bereiche. Das ist eventuell sehr, sehr interessant für den Markt und er sagt sich, hey, ich möchte da oben nochmal rein, ich möchte auch das primäre BC-Korrekturlevel nochmal abarbeiten. Das ist die Sicht, die du jetzt hast zu deinem aktuellen Stand der Dinge. Zu deinem aktuellen Stand der Analyse, die wir hier bisher jetzt im Wochenchart gemacht haben, ist unser Stand jetzt, hey, wir haben bärische Sequenzen. Wir wollen auf jeden Fall übergeordnet, langfristig wollen wir auf jeden Fall nach unten. Auf jeden Fall. Es kann allerdings noch sein, dass wir kurzfristig erstmal noch ein bisschen nach oben wollen, um das primäre BC-Korrekturlevel abzuarbeiten, bevor es dann endgültig nach unten geht. Soweit nachvollziehbar. Ja. Perfekt. Wie würdest du jetzt So. weiter? Wie würdest du jetzt weiter vorangehen? Wir ziehen es noch durch. Wir ziehen es schon noch durch. Ja, eigentlich kann man hier. Geh mal in den Daily, Bro. Ja. Und zieh den mal sehr, sehr klein. Ich will viel, viel mehr sehen. Das ist mir viel zu wenig. Ich will mehr, 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 mehr. Ja. Noch mehr. So, So. gut, jetzt ein bisschen übersichtlich. Ja, perfekt. Diesen Bereich möchte ich jetzt. Blaue Linie unten ist was? Die Lila, ne? Ja. Und unterster Punkt, also All-Time-Low. All-Time Low, ja. Was? Geh mal zum All-Time-Low. Geh mal, nee, wo der Markt das All-Time-Low gemacht hat. Hier. Ja, geh mal den Markt entlang. Was haben wir da? Boom, impulsartig nach oben. Was ist dann Ja. passiert? Korrigiert. Was bedeutet das für uns? Richtig. Retracement. Nochmal, bevor du es kurz anlegst, siehst du schon was? Gibt es schon was, was dir auffällt? Ja. Denkst du, das Korrekturlevel hat gehalten? Nee. Na mal, zeichne es mal ein. Ja, stimmt. Zeichne es mal ein. So, und hier ist es durchbrochen, oder? 78,6er durchbrochen.
zeichne den Kaufbereich ruhig mal ein, genauso wie das 78,6er. Nee, Bro, wo fängt der Kaufbereich an? Wo ist der Markt das erste Mal rein? Ja, da fangen wir den Kaufbereich an einzuzeichnen. Blau. So. Und zeichne das 78,6er auch ein für dich selbst. Dass du immer, wenn du diesen Markt anschaust, weißt, ach krass, das das bullische Szenario hat nicht gehalten damals. Dieser Kaufbereich wurde overtraced nach unten. Genau, mach's auch nochmal blau. Jetzt kannst du retracen und rauslöschen. Du siehst, ähnlich wie im Euro-JPY. Auch im Euro-JPY hat die bullische Struktur nicht ganz so gut funktioniert. Was? Ja. Also, was konkret sagt uns das jetzt? Vielleicht kriegst du es selber schon hin, das ein bisschen mal zu formulieren. Was sagt uns jetzt, wenn der Kaufbereich nicht gehalten hat? Ja, dass die bärische Frequenz quasi stärker ist als der die bärische bullische Struktur, Bereich. Würde ich mal sagen. Ich würde es eher... Bärische Struktur, ja. Weil, klar, bärische Sequenzen haben wir so oder so, aber eher die bärische Struktur. Mit anderen Worten, die Verkäufer. Die Verkäufer sind stärker in diesem Markt als die Käufer. Das ist für uns im Hinterkopf gut zu wissen, wenn wir dann konkret im Stundenchart Trades setzen. Weil dann wissen wir, hey, wir sind einerseits, haben wir übergeordnete Sellstruktur. Andererseits haben wir hier einen Kaufbereich, der nicht gehalten hat. Bedeutet für uns, Verkäufer sind stärker, lieber Short-Setups traden als Long-Setups. Mhm. Oder macht Sinn? Ja, ich glaube auch eher, dass der hier minimal dann, wenn überhaupt, noch hochsteigt, dass er den hier nicht overtraced, wenn es jetzt hier schon so stark ist, oder? Dass er den dann eher nach unten zieht. Oder macht Sinn? Oder liege ich da eher falsch? Kann man nicht so sagen. Auf jeden Fall wissen wir auch eine Sache. Wenn wir jetzt mal von dem High ausgehen, was wir hier haben, von dem ersten Mal, wo er im BC-Korrektur-Level reagiert ist, geht er einfach nur mal mit dem Pfeil hin. Geht er einfach nur mal mit dem Pfeil hin. Da ging es ja auch erstmal impulsartig nach unten. Aber auch hier sehen wir auf den ersten Blick, dieser Verkaufsbereich hat nicht gehalten. Nee, zum Low natürlich. Zum Low geht zum Low runter und dann hoch. Da sehen wir natürlich auch auf den ersten Blick, okay, der Verkaufsbereich hat auch nicht ganz gehalten. Da waren wohl irgendwo doch die Käufer im Moment mal stark. Ist klar, oder? Ja. Wir mussten nochmal hoch ins BC-Korrekturlevel, ein weiteres Mal. Das ist wieder ein Zeichen dafür, wo man eher sonst... Und du siehst, Bro, alles läuft auf Wahrscheinlichkeiten raus. Wir denken immer an Wahrscheinlichkeiten. Bei dir im Kopf muss jetzt, oder bei mir im Kopf, wenn ich so einen Markt sehe, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, welches Szenario ist wahrscheinlicher? Wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass er eher bullisch geht oder eher bärisch geht? Wir haben einerseits, was für ein bärisches Szenario spricht, ist die komplette übergeordnete Struktur mit den zwei Abwärtssequenzen. Was für ein bärisches Szenario spricht, ist, dass dieser Kaufbereich nicht gehalten hat. Was gegen ein bärisches Szenario spricht, ist, dass der Verkaufsbereich hier aber auch nicht gehalten hat, sondern der Markt nochmal hoch musste ins BC-Korrekturlevel. Deswegen haben wir hier einen Trade, der ist möglicherweise etwas risikoreicher. Wir haben hier, wenn wir hier Sell traden, dann ist es risikoreicher als im Euro-JPY. Weil im Euro-JPY ist es etwas eindeutiger. Hier ist es relativ eindeutig. Ich gehe hier. Ich habe vorhin schon gesagt, zu 70% gehe ich davon aus, dass der Markt ab jetzt weiter nach unten gehen wird. Aber es gibt halt auch eventuell die Wahrscheinlichkeit und 100%ig wissen wir es nicht. Aber ich gehe davon aus, zu 70% in solchen Szenarios wird es jetzt short gehen.
mit einer 30%igen Wahrscheinlichkeit geht es in solchen Szenarios noch weiter long. Wie fangen wir jetzt konkret an zu korrigieren? Na, was mache ich denn? Wie fangen wir jetzt konkret an weiter zu analysieren? Im Prinzip, wir haben es schon gesehen, der Verkaufsbereich hat auch nicht gehalten. Den müssen wir auch jetzt nicht unbedingt einzeichnen, das ist ja eigentlich klar. Wir wollen ja den Chart auch jetzt nicht so. Da siehst du, schau, 78,6er wurde nach oben durchbrochen, ist ganz, ganz klar zu sehen. Müssen wir jetzt nicht unbedingt einzeichnen, das ist im Prinzip klar. Wir gehen, was habe ich vorhin gesagt, wenn wir in der Struktur weiter runtergehen wollen, was machen wir dann? Also, wir schauen uns den letzten Bereich an, den letzten Kauf- oder Verkaufsbereich, aus dem der Markt reagiert hat. Sicher ist es? Hier, oder? Nein. Wo ist denn der Markt gerade? In welchem Bereich? Ja, in dem gelben. Okay. Er ist doch im gelben Bereich gerade aktuell. Und diese Struktur, die der Markt jetzt hier beim zweiten Mal im gelben Bereich hat, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Geh mal in den 4-Stunden-Chart. Beziehungsweise kann es eigentlich gleich in den Stundenchart gehen. Und natürlich wieder, ich will mehr sehen. Ich brauche mehr. Ich will mehr sehen. Hi. So. Ich will noch mehr sehen, noch mehr sehen, noch mehr sehen. Weiter zusammenziehen, noch weiter zusammenziehen. Ja, und jetzt auch noch in die andere, an der anderen Achse. Genau, und jetzt das Ganze schön ins Bild rücken. Nicht ganz so weit. Ja. Du kannst gut Gedanken lesen. Perfekt. So, jetzt fängst du mal beim nächsten primären High an. Da sprechen wir jetzt vom primären High im Stundenchart. Deswegen sage ich immer primäres High. Das ist immer nur auf einen gewissen Ausschnitt im Markt. Das High. Das ist nicht das All-Time-High, was wir jetzt hier haben, aber geh mal dahin. Hier. Ja, sehr gut. Jetzt gehen wir mal mit dem Pfeil entlang. Was haben wir hier? Boom, es geht nach unten, es geht nach unten. Und was ist dann passiert? Ja. Korrektur. Und sogar sehr schön korrektiv. Was meine ich mit korrektiv? Es ist nicht impulsartig nach oben, sondern der Markt ist nach oben, ist nach unten, ist nach oben. Das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Deswegen, Bro, was ist zu tun? Yes. So. Da können wir was erkennen. Jetzt. So. Machen wir mal gelb. 78,6er Level, wie sieht es damit aus? Ist nicht durchbrochen worden. Richtig. Dieser Verkaufsbereich hat funktioniert. Bisher. Er ist noch aktiv. Wir haben noch kein Lower Low. Das heißt, der Markt darf noch mal rein. Ja. Erst wenn wir ein Lower Low haben, haben wir eine aktive bärische Sequenz. Wenn er hier drüber ist, oder? Genau, dann haben wir eine aktive bärische Sequenz und dann hat dieser Verkaufsbereich in Gelb seinen Job getan. Erst wenn wir eine aktive bärische Sequenz haben, hat der Verkaufsbereich in Gelb seinen Job getan. Bevor wir kein Lower Low haben, darf der Markt so oft wie er möchte da oben nochmal rein. Ist völlig nach System. Darf der Markt machen. Ja. Nur damit du es auf dem Schirm hast. Gut. Hip Retracement kannst du erstmal rauslöschen. Wenn ich jetzt diesen Markt hier sehe, was erzählt der Markt mir hier? Der Markt, der sagt mir Folgendes. Wir sind jetzt nicht mit der impulsartigsten Bewegung nach unten, aber es war schon eine relativ zackige Bewegung nach unten. Ja. Dann sind wir hoch. Geh mal hoch ein bisschen. Nein, nicht da hoch, sondern geh mal ganz entlang. Ja.
Wir haben am 50er schon mal reagiert, oder? Ist klar. Ja. Wir haben am 50er schon mal reagiert und sind danach unten. Und wohin sind wir? Ich kann eine Sache sagen, Bro. Ich war am 50er drin. Ich bin aber raus. Und zwar, weil er nur am 50er reagiert hat. Und zeichne mal ganz kurz nochmal das Flip Retracement. Genau gleich wie gerade eben, oder? Hier. Nee. Geh mal vom Low. Nimm mal dieses primäre Low. Und zeichne es mal hoch bis zu diesen ersten Reaktionen im Markt. Naja, das passt schon so. Passt so. So, jetzt zoom wieder raus. Guck dir das mal an. Zeichne nichts ein erstmal. Zeichne nichts ein. Wir sind hier hoch, haben am 50er reagiert und sind dann runter. Ja. In diesem Zeitpunkt war ich mir nicht sicher, wie die weitere Struktur sein wird. Und deswegen bin ich am Kaufbereich raus. Da habe ich meinen Take Profit gehabt. Und was ist passiert? Der Markt hat dort reagiert, ist weiter nach oben. Ja. Solche Kaufbereiche kann man sich immer ziehen an diesen Levels. Und hier, dann hat er sogar ein Higher High gemacht. Siehst du das? Ja, das stimmt, ja. Der ist ja hier hoch und dann. Stimmt, ja. Das heißt, wir hatten hier kurzzeitig eine bullische Sequenz. Ja. Warum jetzt nur kurzzeitig? Kannst du es dir denken? Ja, weil es hier ja wieder abgesunken ist, oder? Und dadurch. Ich sag's dir, Bro. Zeichne mal kurz, nimm mal die trendbasierte und zeichne kurz mal diese Absequenz ein. Also diese bullische. Das ziehen wir jetzt noch durch. So. Beziehungsweise ich werde die, wahrscheinlich bis nachts um 3, 4 wieder am Markt sein. nein, Bro. Zeichne diese Sequenz ein. Wie zeichnet man eine Sequenz ein? ABC, oder? Nein. Wo willst du, wo ist denn dein C zum Beispiel? Schwachsinnig, natürlich nicht. schwierig. Bro, wie bestimmt man Ziellevel? Wie zeichnet man sich aktive Sequenzen ein? Ja. Also. Siehst du auch hier wieder die Macht der 100er-Extension? Erstaunlich, oder? Krass, ja. Zeichne die Ziellevel ein. Nur ungefähr. Wir löschen es eh gleich wieder raus. Ja. Mit der 100er-Extension ist heftig, gell? Krass, ja. Tipp, genau. Jetzt zeichne kurz die ABC mal ein. Jetzt mach das Ganze mal in Blau kurz. Einfach nur der Übersicht halber. Damit hier nicht alles in Orange ist. Auch die Ziellevel. Warum habe ich jetzt gesagt, wir haben hier nur kurzzeitig eine bullische Sequenz gehabt? Warum habe ich das gesagt? Geh mal nochmal her.
gehen wir nochmal zum Low. Gehen wir nochmal zum Nullpunkt der Sequenz. Jetzt geh nochmal hoch. Impulsartig. A, Punkt. Geh mal runter. Ja. B. So, und jetzt denk nach, was jetzt abgeht. Jetzt geh hoch. Impulsartig nach oben. Korrektur. Ja. Bedeutet für dich was? Eine sekundäre Sequenz, oder? Also das ist ja dann untergeordnet. Oder liege ich falsch? Nein, Bro. Eine sekundäre Sequenz ist es nur, wenn es ein Higher High gibt über dem High, das wir dort haben. Dann hätten wir eine weitere Sequenz aktiviert, oder? Ist klar. Ja. Aber schau doch mal, ob der Bereich gehalten hätte, ob die BC-Korrektur gehalten hat. Zeig dir die BC-Korrektur ein. Nee, hat nicht gehalten. Richtig. Und jetzt hat nochmal, wenn die BC-Korrektur nicht hält, wenn die BC-Korrektur einer Sequenz zerstört wird, das ist quasi alles für den Arsch. Weil es 78,6er Level nicht hält, dann wird die komplette Sequenz rausgelöscht. Und das will ich, dass du verstehst. Was ist das hier? Ja. Du löscht hier alles raus, ja. Zack. Diese bullische Struktur hat nicht funktioniert. Wichtig zu verstehen. Ja. Das Gleiche hatten wir auch im Wochenchart. Nur, dass es dort bärisch war. Er musste jetzt nicht reingehen in den Wochenchart, alles gut. Ich will dir nur damit sagen. Und was wir dann gemacht haben, wir haben einfach, gehen wir nochmal, nimm mal nochmal das Fib Retracement. Wir haben dann von ganz unten bis ganz oben eingezeichnet. Und du siehst, dieser Bereich, der hält aktuell noch. Und wir haben Pip genau sogar aktuell am 61,8er reagiert. Siehst du das 61,8er Level? Das ist das dritte Level. Da haben wir gerade reagiert, bisschen nach oben. Ja. Wenn du magst, kannst du jetzt diesen Bereich mal noch einzeichnen. Das Video muss ich mir morgen auf jeden Fall nochmal reinziehen, aufschreiben. Retrace und rauslöschen. So, meine Gedanken zu diesem Bild. Wir sind rausreagiert aus dem BC der, sekundären Sequenz im Wochenchart. Sind wir relativ impulsartig nach unten. Es geht schöner, es geht noch impulsartiger, aber es war schon relativ gut. Zieh diesen gelben Verkaufsbereich ruhig nochmal minimal länger, damit es einfach ein bisschen schöner ausschaut. Nee, in die andere Richtung. Ja, bisschen, einfach nur ein bisschen. Noch ein bisschen, noch weiter. Ja, passt. So. Also, wir sind relativ impulsartig nach unten. Wir sind hoch in den Verkaufsbereich. Haben am 50er reagiert und sind direkt nach unten. Aber haben kein Lower Low gemacht. Wir haben nicht direkt eine Sequenz aktiviert. Sondern wir sind am Kaufbereich nochmal reagiert nach oben. Und haben sogar eine bullische Sequenz aktiviert gehabt, die wir gerade eben eingezeichnet haben. Kannst du mir folgen? Sonst wiederhole ich es nochmal. Hast du es verstanden? Sonst wiederhole ich es nochmal. Muss nochmal machen. Muss ich nochmal wiederholen. Also. Wir sind vom High aus der Weekly BC-Korrektur relativ impulsartig nach unten reagiert und sind dann das erste Mal reingestochen in den Verkaufsbereich. Hier oben. Allerdings hat die bärische Kraft nicht ausgereicht, um eine Sequenz zu aktivieren nach unten. Sondern wir sind
am Kaufbereich, an der Korrektur dieser Aufwärtsbewegung, sind wir nach oben reagiert, die wir vorhin kurz eingezeichnet gehabt haben. Ja, genau. Weißt du, welche ich meine? Sonst zieh nochmal das Retracement. Ja, weekly. Sonst zieh nochmal das Retracement kurz. Dieser Aufwärtsbewegung, dieser ersten Aufwärtsbewegung. Genau, da sind wir nochmal reagiert. Ja. Am Kaufbereich dieser ersten Aufwärtsbewegung. Ich bin hier deswegen auch rausgegangen, weil mir das dann zu unsicher war. Deswegen habe ich hier Take Profit genommen. Und habe beobachtet, was der Markt macht. Ich habe diese bullische Sequenz eingezeichnet gehabt, habe gesehen, okay, hunderte Extension haben wir hier. Gleichzeitig habe ich gesehen, okay, hunderte Extension ist in der Nähe von dem oberen Bereich, vom Verkaufsbereich. Ja. An der hunderte Extension reagiert ein Markt sehr, sehr oft. Dreimal darfst du raten, was ich dort gemacht habe. Ich habe einen Trade gesetzt. Ich bin da sell rein. Aber obendran halt, circa an der 100er Extension, die wir vorhin eingezeichnet gehabt haben, von der bullischen Sequenz, weißt du noch? Ja. Ja, ja. Die so tippgenau funktioniert hat. Wo du auch gesagt hast, boah, krass, Alter. Genau da bin ich sell rein in den Markt. Geiler Trade, oder? Ja. Auf jeden Fall, ja. 100x, mein Entry erreicht und direkt, zack, boom, nach unten. Das war mein Trade im Euro-US-Dollar. Aber damit habe ich noch nicht meine kompletten Gedanken zu dieser Situation jetzt gerade dir mitgeteilt. Meine weiteren Gedanken, meine generellen Gedanken zu dieser Situation sind folgende. Wir haben die bullische Sequenz zerstört. Ja. Was bedeutet das, wenn wir eine bullische Sequenz zerstören? Die haben wir hier zerstört, oder? Ja, wir haben doch das 8. Ja. Hast doch gesehen, die BC-Korrektur hat nicht gehalten. Bedeutet, wir löschen die Sequenz raus. Ja, überleg mal, wenn eine bullische Sequenz nicht hält, was bedeutet das? Das Gesamtkorrekturlevel einzeichnen, nein, oder? Also darauf will ich jetzt gerade gar nicht hinaus. Sondern ich will auf, ich sag's dir, worauf ich hinaus will. Ja, ach so, jetzt habe ich es kapiert. Dass die bullische Sequenz stärker ist, nee, die bärische Sequenz stärker ist als die bullische Sequenz, oder? Nee, nicht Sequenz. Einfach die Bären im Markt sind stärker als die Bullen. Die Verkäufer sind stärker als die Käufer. Okay. Ja. Bärische Struktur ist stärker als die bullische. Mit einer Sequenz hat es nur indirekt zu tun. Wenn du hast es gesagt, die bärische Sequenz ist stärker. Wir haben ja hier jetzt aktuell hier gerade keine bärische Sequenz. Ja, falsch formuliert, das stimmt. Genau. Ist mir wichtig, dass du trotzdem das auch verstehst. Ich will, dass du... Ja. Ich will, dass du ein Professional wirst. Ich will, dass du Cash machst durch Trading. Deswegen nehme ich dich hier so hart ran. Deswegen nehme ich alles gut. Bis halb zwei Uhr habe ich dir die Zeit, weil ich dir das gescheit erklären will. Ich will das, und deswegen gehe ich auf fast alles, was du sagst, ein und verbessere es. Und es ist wichtig, dass du falsche Sachen sagst. Es ist wichtig, dass du falsch formulierst. Weil dann kann ich es dir erklären, bei dir macht es Klick und du verstehst, was ich meine. Also. Struktur anstatt Sequenz, genau. Die bullische Sequenz wurde zerstört und damit auch erstmal die bullische Struktur. Bedeutet für uns, okay, bullische Sequenz zerstört. Das heißt, die Verkäufer sind verdammt stark im Markt. Und jetzt gehen wir das Ganze nochmal kurz durch. Wir haben hier ein High. Sind relativ impulsartig nach unten. Nein, ich meine jetzt das High jetzt hier wirklich aus dem BC. Genau, wir haben ein High, sind relativ impulsartig nach unten. Ja. Sind hoch in den Korrekturbereich.
dieses High hat aber nicht ausgereicht, genug Verkäufer in den Markt reinzubringen. Da wurden nicht genug Sell Orders ausgelöst bei den großen Banken oder wie auch immer, was dazu geführt hat, dass der Markt erstmal nochmal weiter nach, dass der Markt zwar erstmal nach unten ist, aber nicht sehr weit nach unten, sondern exakt bis zum Kaufbereich, den wir hier da hatten. Das hat dazu geführt, dass wir aus diesem kleinen Kaufbereich nach oben sind und sogar eine bullische Sequenz aktiviert haben. Wir haben pipgenau an der 100er-Extension reagiert. Ja. Und für mich war klar, ich setze hier meinen Sell-Trade. Aber ich hatte meinen Take-Profit nicht sehr weit nach unten. Ich hatte meinen Take-Profit circa an der BC-Korrektur, der bullischen Sequenz. Ich weiß, es wird kurz kompliziert. Vielleicht verstehst du es dann im Recording. Zieh mal nochmal die BC-Korrektur der bullischen Sequenz, der imaginären, die ja zerstört wurde. Retracement. Retracement. Die BC-Korrektur. Die BC-Korrektur. Die BC-Korrektur, Bro. Wo wäre das Null gewesen der bullischen Sequenz? Oder wo war das Null? Der Aufwärtssequenz, Bro. Wo war der Anfang der Aufwärtssequenz, die wir hier kurz hatten, die dann zerstört wurde? Nein, da unten. Ganz unten, Bro. Da war der Nullpunkt. Dann sind wir hoch. Geh hoch. Nein. Da müssen wir inzwischen passen. Wir sind hoch zum A. Hier ist B, C, genau. Nein, da ist es B. Das C wäre genau, da oben, B und das, wo die C-Level waren. Genau. Und jetzt zeichne nur mal kurz die BC-Korrektur ein. Ja, genau. Zack. Das ist ja die dann zerstört wurde. Genau. Ich bin hier oben an der 100er-Extension rein. Sell. Und hatte meinen Take-Profit an 50er der BC-Korrektur, an dieser ersten roten Linie. Da. Warum? Weil der Markt ab dort hätte drehen können und wieder nach oben in die Ziellevel der bullischen Sequenz. Verstehst du? Mhm. Hat er aber nicht gemacht. Ich habe meine Profits rausgenommen, war ein geiler Trade. Der Markt ist aber weiter nach unten und hat sogar das 78,6er Level durchbrochen, hat damit dieses komplette bullische Szenario zerstört. Ja. Aber das konntest du ja quasi nicht wissen, oder? Ich konnte es nicht wissen. Weil ich auf Nummer sicher gehe, bin ich am 50er raus. Weil ab dem 50er hätte er weiter nach oben reagieren können. Ja. Ist logisch, oder? Ganz normale PC-Korrektur. Ich bin da mit meinen Profits raus. Und jetzt lösche nochmal das Retracement raus und jetzt zeige ich dir nochmal, was ich jetzt vermute in diesem Markt. Beziehungsweise jetzt sage ich eigentlich das, was ich sagen wollte. Und zwar, wir sind vom obersten Punkt, den du hier siehst, aus der BC-Korrektur Weekly, nochmal an das andere High. Genau, wir sind impulsartig nach unten, haben hochkorrigiert ins 50er. Das hat aber, erstmal nur ins 50er ungefähr, genau. Das hat aber noch nicht ausgereicht, um genug Verkäufer in den Markt zu bringen. Der Markt ist erstmal nur ein bisschen runter, musste dann nochmal weiter hoch ans obere Ende von diesem Verkaufsbereich, hat ihn sogar overtraced und dort hat es dann geschafft, genug Verkäufer zu sammeln, genug Sell-Orders zu sammeln. Und diese Verkäufer, die dann da oben eingestiegen sind, weil je weiter der Markt hochgeht, desto besser ist es zu verkaufen. Du willst ja, wenn du was hast, willst du es ja verkaufen, dann, wenn es am teuersten ist, oder? Ja, klar. Das heißt, wenn der Markt, je weiter der Markt steigt, desto logischer, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Markt wieder fällt. Weil sonst, der Markt steigt ja nur, weil immer Leute einkaufen. Aber irgendwann ist der Markt so weit oben, wo
wo die Leute dann anfangen, boah, weißt du was, ich glaube, ich verkaufe jetzt, der Markt ist übel geil gestiegen, ich verkaufe jetzt. Und der Markt musste nochmal so weit hoch, um genug Verkäufer zu sammeln, und dann ist er richtig runtergeprescht. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo er jetzt aktuell ist. Das ist echt das Allerletzte, was ich jetzt noch sage, meine Voraussage für diesen Markt ist folgende. Wir sind jetzt aktuell in einem Kaufbereich sogar nochmal drin, hier blau, dieser gesamten Aufwärtsbewegung, gell? Ja. Allerdings glaube ich nicht, dass dieser Kaufbereich lange halten wird. Was ich mir vorstellen kann, ist folgendes. Wir reagieren jetzt erstmal aus diesem, ja, das ist dann auf lange Sicht, ich könnte mir vorstellen, wir reagieren jetzt erstmal ein bisschen raus aus diesem Kaufbereich nach oben. Vielleicht sogar nochmal an den Verkaufsbereich ran, an den gelben. Und dann wird es nach unten gehen. Und dieser Kaufbereich wird gebrochen. Warum? Ja. Weil diese Aufwärtsbewegung für diesen blauen Kaufbereich, die ist nicht schön impulsartig. Schau dir die doch mal an. Die Aufwärtsbewegung für diesen blauen Kaufbereich. Geh mal zum Low. Schau doch mal. Das war doch nicht eindeutig impulsartig nach oben. Wir haben nochmal so richtig Knick gemacht und nochmal hoch und nochmal runter. Das ist für mich nicht impulsartig. Das zeigt für mich nicht, Alter, wir haben hier viele Käufer, sondern es zeigt für mich, der Markt tut sich enorm schwer, nach oben zu kommen. Meine Prognose ist, Bro, geh mal kurz bei dem Rechteck. Geh mal kurz auf das Rechteck. Und auf diesen Pfeil, links in der Leiste, auf diesem Pfeil neben dem Rechteck. Links in der Leiste, am linken Rand. Und dann auf dem Pfeil neben dem Rechteck. Nee? Quadrat meine ich. Quadrat. Und da jetzt auf diesen Pfeil. Und jetzt gehen wir auf Pinsel. Und jetzt zeichne mal genauso ein, wie ich es jetzt erwarte, dass der Markt läuft. Ich bin mal gespannt, ob er so laufen wird. Erstmal ein bisschen nach oben. Ans 50er ran. Dann runter. Und macht dann hier den Punkt. Nee, ja, so also ungefähr. Circa so. Er kann natürlich noch an untergeordneten Levels, dürfte er noch reagieren und so weiter und so fort. Ich erwarte diese Bewegung im Markt. Dreimal darfst du raten, wo ich mich platziere. Was denkst du, wo würde ich mich platzieren? Richtig. Hier mit einem Sell Order. Richtig. Und wie ermittle ich diesen Bereich? FIP, Retracement von diesem High zum Low. Bro, leg es nochmal neu an. Und gewöhn dir mal an, wenn du ein FIP Retracement ziehst, dass du das links davon anfängst. Ja, das ist viel, viel angenehmer, meiner Meinung nach. Ja, ganz oben dran. Ja, das passt schon, alles gut. Ja, nur grob. Und jetzt zieh's mal zum Low. Und schau mal, was wir hier für eine schöne Sache haben. Wir haben hier eine perfekte Überschneidung der beiden Verkaufsbereiche. Zeichne den ruhig mal ein. Ja, mach den in rot von mir aus. Und Retracement raus. Ja. Es gibt jetzt, und dessen, und die, ich kannst du noch ein paar Minuten kurz? Ja, klar. Sehr gut. Ich bin in diesem Trade drin. Sorry, Bro, zieh nochmal kurz das Retracement von diesem Bereich, damit wir auch das 78-6er Level haben. Und dann können wir uns wirklich auch mal direkt eine Order mal hin beispielhaft anlegen. Geh mal in der linken Spalte unter dieser ABC-Bewegung auf das Ding unten und dann auf den Pfeil. Ja, auf den Pfeil. Auf eine Shot. Position. Favorisieren, Bro. Favorisieren. Favorisiere die gleich. Da habe ich nämlich gesehen, da hast du nämlich nicht favorisiert. Da hast du nur die Long-Bewegung favorisiert. So, dann hast du die oben auch in der Leiste drin. Und jetzt legst mal am 50er an.
oder an der Überschneidung. Ja. Ja, da, genau. Ja. So. Und jetzt zieh das rote Ding mal runter bis zum 78,6er. So. Hüpfst runter, oder? Geh mal genau oder zum 78,6er kurz. Nee, geh mal genau zum 78,6er. 51 Pips plus 5 Pips nach oben, also 56 Pips. Ja. Ja, passt. Ja, genau. Einfach. Ja, passt. Und jetzt den Take Profit kannst du mal zum mach dir mal zu diesem Low, ungefähr auf Höhe von diesem Low. Bisschen höher, bisschen minimal höher. Ganz ein Tick. Nein, nicht runter, sondern höher. Minimal höher. Noch ein bisschen weiter runter. Ja. Noch ein bisschen weiter runter. Noch ein bisschen weiter runter. Nein, ein bisschen weiter runter. 1:3, oder? Ja, jetzt. So ist gut. Okay, wie kommst du jetzt darauf? Das ist erstens mal, das wäre dann genau diese Bewegung, die er schon mal gemacht hat. Gell? Zu diesem Low. Oder? Also, ich habe es ja ungefähr auf Höhe von diesem Low. Ungefähr auf. Nein. Ja, Retracing kannst du mal rauslöschen. Ja, das wollte ich gerade machen. Geh mal zu diesem Low mit dem Pfeil, was wir haben im Markt. Nein, das andere, ja. Ich habe meine Order ungefähr auf der Höhe gesetzt, weil oft wird so ein Low angetestet und manchmal kann es sein, dass der Markt an so einem Low reagiert. Das heißt, dass der Markt bis dahin geht und dann reagiert. Um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich es jetzt nicht genau auf dieses Low, sondern ein bisschen drüber. Dass falls er dieses Low nicht ganz erreicht, es kann natürlich auch sein, dass der Markt hier durchschießt. Aber ich erwarte genau diese Bewegung im Markt. Und genau in diesem Trade bin ich drin. 56 Pips Stop-Loss ist nicht wenig. Ich habe einen Trading Buddy, der tradet immer, also von dem ich auch sehr, sehr viel gelernt habe. Ist gar nicht in unserem Team, sondern kommt aus Wien. Und der tradet immer mit zwei Orders. Einmal 20 Pips am 50er und einmal 20 Pips am 66,7er oben. So tradet er. Der hat eine Order mit 20 Pips unten, eine Order mit 20 Pips oben. Hier, in dem Fall, bin ich hier mit einem Trade platziert und ich erwarte genau, dass der Markt das macht. Und danach habe ich ein 1:3er Chancen-Risiko-Verhältnis. Und kurzer Gedankensprung jetzt dazu nochmal. Ich kann jetzt auch mal ganz genau zeigen, wie man das machen würde. Angenommen, du hättest jetzt ein 1.000-Euro-Konto. Ja? Ja. Und du sagst jetzt, ey, ich bin bereit, für diesen Trade 2% von meinem Konto zu riskieren, falls er nicht aufgeht. Ich persönlich bin bereit dafür 1,5%, also ich persönlich bin mit 1,5% Risiko in diesem Trade drin, weil er mir nicht hundertprozentig eindeutig ist, weil wir hier ja auch noch ein GKL haben. Das heißt, wir haben ja theoretisch einen Kaufbereich hier in blau. Das heißt, ganz vielleicht kann es sein, dass wir hier tatsächlich nach oben abzischen. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich und bin deswegen, aber angenommen, sag mal, du hast ein, ich habe hier nämlich eine App. Pass auf, ich beende mal kurz deine Bild. Oder lass es, Bro. Nee, passt alles. Ich habe hier eine App, da kann man, sag ich mal, die Lot-Size ausrechnen. Das ist jetzt das, was du mich als allererstes gefragt hast mit dieser Website, da Lot-Size-Calculator. Angenommen, wir geben jetzt mal 1.000 bei Accountgröße ein. Bei Risk geben wir 2% ein, 2% Risiko. Stop-Loss in Pips 65. Ja. Jetzt gehen wir hier unten auf Select Currency Pair, suchen uns jetzt den Euro USD, gehen auf Calculate und sehen wir können uns jetzt hier mit 0,036 Lot platzieren. Das runde ich immer auf, mache daraus 0,04 Lot.
Ja. Bedeutet, wenn du jetzt ein 1.000-Euro-Konto hast und du bist bereit, für diesen Trade 2% zu riskieren, bedeutet, wenn dieser Trade nicht aufgehen würde, hättest du 2%, also 20 Euro verloren. Ja. Aber wir haben ja ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 3,4, wenn ich das hier richtig sehe, oder? Ja. Bedeutet, 20 Euro können wir verlieren. Und 3,4 mal 20 Euro sind 68 Euro, die wir bei diesem Trade gewinnen könnten. 3,4% können bei diesem Trade, wenn wir bereit sind, wenn wir mit 2% reingehen, dann können wir 6,8% von unserem Konto machen mit einem einzigen Trade. Wenn wir bereit sind, nur 1% zu riskieren, dann würden wir 3,4% machen von unserem Konto. Ist klar, oder? Ich habe ein gewisses Konto, ich habe ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 1:3,4 in dem Fall. Bedeutet, wenn ich 1% riskiere, kann ich 3,4% machen, wenn der Trade aufgeht. Wenn er nicht aufgeht, habe ich 1% verloren. Wenn er aufgeht, habe ich 3,4% gewonnen. Ist klar, oder? Ja. Das heißt, wenn, mit einem 100.000, wenn ich jetzt ein 100.000 Euro Trading-Konto habe, ich würde 1% riskieren, das wären 1.000 Euro, würde ich, wenn der Trade aufgeht, 3.500 Euro machen. Ja. Einen Trade. Bei einem 100.000 Euro. Niklas Geisleiter verwaltet ein 100.000 Euro Konto. Das ist krank, ja. Yes, Bro. Nur mal als, es waren viele Sachen, ich weiß ganz genau. Das sind auch Sachen, die hast du jetzt alle nicht direkt verstanden. Ja, ja. Gut, dass wir eine Aufzeichnung gemacht haben, Bro. Du hast immer die Möglichkeit, ich werde das Ganze jetzt rendern lassen, ich werde das Ganze dann abspeichern, ich werde es eventuell auch als nicht gelistet vielleicht bei YouTube hochladen und dass die Leute, die den Link haben, können sich das Ganze anschauen. Vielleicht werde ich es auch nur in Telegram, ich muss mal gucken, wie ich es mache. Auf jeden Fall, ich glaube, du hast einiges dazugelernt, oder? Jo. Doch, auf jeden Fall. Ich sehe jetzt auch das alles mal ein bisschen anders. Also ich habe schon echt, echt viel so dazugelernt jetzt, dass man nicht einfach in den 30-Minuten-Chart reingehen kann und einfach lostraden. Nee, das funktioniert so nicht, sondern man muss echt, echt einige Sachen noch dazu beachten, ja? Was ich jetzt so nicht gedacht hätte. Richtig, und, Bro. Ja, man muss halt immer das Gesamtpaket sehen. Absolut. Immer und überall, jedem Mal, du musst immer das Gesamtpaket sehen. Wenn du du kannst keine Trade setzen im 5-Minuten-Chart, wenn du den Wochenchart nicht kennst. Das macht man nicht. Dadurch wirst du nicht profitabel. So krass es klingt. Wenn du im 5-Minuten-Chart eine Trade setzen möchtest, musst du wissen, wie es im Wochenchart aussieht. Ja, prinzipiell, ich könnte hier jetzt noch, ich habe hier sogar noch weiter untergeordnet getradet, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich habe im Euro-USD habe ich sogar im 5-Minuten-Chart getradet, noch zusätzlich. Aber das würde jetzt echt den Rahmen sprengen. Das heißt, okay, Bro, ich will dich nicht überfordern. Hättest du noch Kapazität oder eher nicht? Es wäre überhaupt nicht schlimm. So, wenn du jetzt sagst, hey, du bist gerade im Modus, dann würde ich das mit dir auch noch durchgehen. Weil ich bin im Modus, Bro. Ich bin motiviert, aber wir müssen das nicht, Bro. Alles gut, also ich bin dir gar nicht böse. Du kannst auch, Bro, wir haben 2 Uhr nachts bald. Du kannst auch, wenn du pennst, sag das erstmal. Nee, weißt du was? Ich würde sagen, wir ziehen das noch durch. Dann habe ich das komplette Video, kann mir das komplett reinziehen. Morgen geht es, was ich verstehen sollte, weil du entlässt es ja währenddessen, ist gar kein Stress. Okay. Bock. Nice, Bro. Die Einstellung gefällt mir, Mann. Die braucht man. Okay. Also.
Dann will, also was ich dir jetzt mitgegeben habe, ist im Prinzip trotzdem, wie ich den Markt jetzt erstmal sehe in der nächsten Zeit. In den nächsten, also ab Montag oder ab Sonntagabend läuft der Markt ja wieder. Es kann natürlich genauso sein, dass der Markt jetzt schon mal nach unten zieht. Das wissen wir nicht. Das darf der Markt machen. Wenn er natürlich jetzt hochkorrigiert, wäre es geil. Weil dann haben wir hier einen mega geilen Entry mit dieser Überschneidung. Das ist für mich eine sehr, sehr geile Sache einfach hierbei. Aber muss der Markt nicht machen. Okay, Bro. Pass auf, dann würde ich mal kurz sagen, lösch mal diesen, oder nee, pass, ist egal, mach mal diesen roten Verkaufsbereich, zieh dir mal so ein bisschen mehr an Rand, den brauchen wir jetzt aktuell nämlich im Moment kurz nicht. Diesen roten Verkaufsbereich einfach ein bisschen kleiner machen. Nee, lass den ruhig drin, aber ja, genau da einfach ein bisschen enger schieben, so, dass wir da erstmal ein bisschen frei den Chart haben. Ja, passt, sehr gut, passt. Dass wir diesen Trade immer noch drin haben, dass du auch im Nachhinein vielleicht, wenn du morgen am Chart bist oder am Sonntag oder Montag, je nachdem, dass du auch siehst, was ich hier erwarte. Vielleicht trifft es ja ein. Wäre natürlich lässig so mit hier, schön mit Ansage. Aber gucken wir mal. Okay, Bro. Also, und jetzt aber ganz, ganz wichtiger Hinweis. Das, was ich jetzt schon mache, das macht der Michael Nims nicht. Wichtig zu wissen. All das, was ich jetzt mache, wird ein Michael Nims nicht machen. Ein Michael Nims tradet ein bisschen anders als ich. Beziehungsweise ich habe das System ein bisschen verfeinert. Ich habe das System ein bisschen erweitert. Ein Michael Nims ist an diesem gelben Verkaufsbereich ab dem 55,9er Level drin, weil dann hat er unter 100 Pips Stop-Loss und ist jetzt aktuell ein bisschen im Profit. Jo. Ich gehe viel genauer noch in den Markt rein. Ich will den Markt nach oben traden, ich will den Markt nach unten traden. Ich will den Markt im Daytrading-Bereich traden. Ich will jetzt nicht ein Michael, weißt du, was ein Michael Nims jetzt machen würde? Und das ist eine Möglichkeit, die man machen kann. Die funktioniert. Die ist super. Ich habe es dadurch gelernt. Ich habe von Michael Nims mein meistes Wissen. Ein Michael Nims ist jetzt an diesem gelben Bereich drin. Zieh mal ganz kurz das Retracement nochmal im gelben Bereich. Zieh mal das Retracement nochmal so, dass wir diesen gelben Verkaufsbereich haben. Und jetzt nimm mal das Lineal in der linken Leiste. Nimm mal das Lineal in der linken Leiste. Genau. Ein Michael Nims hat seinen Stop-Loss ein bisschen über dem 78,6er. Und da legst du es jetzt mal an, das Lineal. Geh mal ein bisschen über das 78,6er. Bisschen weiter rechts noch. Ja, nee, weiter da ungefähr, wo der Trade aktuell so war, ungefähr war. Nee, bisschen weiter noch nach links. Ja, passt. Ja, so. Und jetzt klickst du mal. Und jetzt ziehst du das Lineal mal nach unten. Nee, nicht so weit. Erstmal nur mal zum obersten Ende, zum obersten gelben Bereich, ganz oben hin. Oder Ach nee, so. stimmt. Ja. Wenn wir uns am 66,9er platziert hätten, hätten wir 54 Pips SL. Gehen wir zum 61,8er. Der 61,8er. 61 Das ist hier. es. Hätten wir 72 Pips SL, gehen wir zum 55,9er. 98 Pips SL. Gehen wir zum 50er. 122 Pips SL. Ein Michael Nims tradet nach One-Trade-Strategie. Und er platziert sich am 50er, außer dieser Bereich hat mehr als 100 Pips, dann geht er zum nächst besseren Level. Das ist in dem Fall das 55,9er. Gehen wir nochmal zum 55,9er. Zack. Da ist der Michael Nims drin mit seiner Order. Und der macht sonst nichts. Der hat seine Order hier drin. Genau da ist er eingestiegen in den Trade oder hat sich platziert gehabt. Weil wenn er sich hier platziert, dann hat er weniger als 100 Pips Stop-Loss. Ist soweit verständlich, oder? Ja. Und jetzt wartet ein Michael Nims so lange ab, bis der Markt ein Lower Low macht. Dann kann er die Sequenz einzeichnen, dann hat er die Sequenzziele irgendwo unten. Da setzt er dann sein Take Profit.
Egal, ob das 3 Tage dauert, 3 Wochen oder 3 Monate. Solange lässt den Trade einfach drin und macht sonst nichts in diesem Markt. Das kann man machen. Mir persönlich ist es nicht genug. Damit meine ich jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie geldgeil bin und Geld brauche, sondern ich will mehr machen. Der Markt macht so viele Bewegungen. Ein Michael Nims, zack, ist da drin und das war's. Und wartet und wartet und wartet und wartet und tradet nicht. Ich will den Markt nach oben traden und ich will den Markt nach unten traden. Deswegen mache ich auch Lower Time Frame. Deswegen schaue ich auch, was gibt mir der 30-Minuten-Chart, was gibt mir der 15-Minuten-Chart, was gibt mir der 5-Minuten-Chart. Lösch mal das Retracement nochmal raus. Ich will dir nur klar machen. So. Michael Nims, der hat halt diesen Trade und das war's. Jetzt geh mal in den 15 Minuten, beziehungsweise bevor du es machst, nochmal kurz auf den Schirm rufen, wie gehen wir in die Lower Timeframe, indem wir uns den letzten Kauf- oder Verkaufbereich anschauen, aus dem der Markt reagiert hat. Das ist in dem Fall nicht der blaue, weil der blaue ist nun mal so für unser Verständnis, sondern das ist der gelbe. Dort hat er rausreagiert, oder? Ja, genau. Beziehungsweise der gelbe ist relevant. Der blaue ist im Prinzip nur für uns im Hinterkopf. Der blaue ist kein Bereich, auf den ich achte. Der blaue sagt mir nur, okay, hier darf der Markt nochmal nach oben korrigieren. Das sagt mir der blaue. Aber ich achte nicht auf den blauen, weil wir sind hier absolut nicht in einem bullischen Szenario. Deswegen achte ich hier auf keine Kaufbereiche. Der blaue ist ja ein Kaufbereich. Den habe ich nur im Hinterkopf und weiß, okay, der Markt dürfte hier reagieren. Aber das war's auch. Ansonsten ist dieser Bereich für mich völlig irrelevant. Der juckt mich null. Den habe ich nur deswegen drin. Ja, ich muss nicht ein drittes Mal sagen. Genau, deswegen, der gelbe Bereich ist für uns der Bereich, auf den wir achten, wo der Markt das letzte Mal rausgeht. Jetzt gehst du mal in den 15-Minuten-Chart. So. Jetzt gehst du mal in den 5-Minuten-Chart. Und jetzt machst du dieses Bild mal groß und breit. Na? So. Noch breiter übers ganze Bild verteilt. Und so langsam hast du es auch raus mit Trading View, gell? Ja? Nee, braucht seine Zeit, aber wird alles. Yes, Bro. Diese Bewegung. Und geh mal ganz kurz unten auf dieses Auge. Über dieser Mülltonne in der linken Leiste ist so ein Auge. Da kannst du mal draufklicken, dann sind alle deine Zeichnungen kurz weg. Wenn du wieder draufklickst, sind sie wieder da. Das finde ich immer sehr, sehr geil, um mir sowas mal einfach anzuschauen. Du würdest wahrscheinlich jetzt sagen, bitte was? Wo ist hier eine tradebare Struktur? Gibt es ja gar nichts. Vielleicht noch nicht ganz, vielleicht siehst du auch schon ein paar Sachen. Natürlich siehst du ein paar Sachen wahrscheinlich. Sorry, ich habe dich unterschätzt. ja, passt schon. Was ich damit sagen möchte, irgendein Anfänger, der denkt sich jetzt, bitte was, das ist hier ein 5-Minuten-Chart. Digga, wie willst du jetzt hieran Geld verdienen? Wie zum Fick willst du hier Geld verdienen? Ja, so kann man es sehen. Stimmt aber nicht ganz, oder? Nö, Mann. Weil ich habe hier einiges an Geld verdient. Beziehungsweise, ich bin auch da bin ich ganz ehrlich, hier im 5-Minuten-Chart, ich habe imaginär Geld verdient, sagt man es besser mal so, weil im 5-Minuten-Chart, ich habe dir vorhin, glaube ich, gesagt, das mache ich noch nicht lange. Ich bin da sehr, sehr viel am Rumprobieren. Ich trade im 5-Minuten-Chart aktuell nur auf Demokonto. Nur auf meinem Demokonto, um zu testen, was funktioniert dort. Weil im 5-Minuten-Chart läuft das Ganze mal ein bisschen anders ab. Deswegen auch für dich, Bro. Ich will dir nur zeigen, was mit diesem System möglich ist. Warum will ich dir das zeigen? Weil du das brauchst. Wenn du nicht weißt, was mit diesem System möglich ist, dann hast du kein Vertrauen in das System.
dann hast du keinen Eben, ja. Antrieb weiterzumachen. Dann wirst du irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo du dann sagst, boah, ich probiere jetzt hier so viel rum, irgendwie läuft es nicht. Ich will, dass du volle Lotte siehst, was hier abgeht. Was verdammt nochmal möglich ist mit diesem hammergeilen Fibonacci-System. Das ist für mich das geilste System überhaupt. Es gibt nichts Geileres, als dieses System anwenden zu können, in jedem Timeframe, untergeordnet, übergeordnet, den Markt runter zu traden, den Markt rauf zu traden. Okay, Bro. Mein Auge sagt mir, ich geh mal an das primäre High mit dem Fadenkreuz. Geh mal an das High. Gell, Bro, wenn du übrigens, wenn du es echt nicht mehr packst, dann sag Bescheid. Also alles gut, wär kein Stress. So. Aber wie gesagt, deswegen, du hast ja auch gemeint, du bist auf jeden Fall noch am Start. So. Aber wenn es gar nicht mehr gehen sollte, Bro, gib Bescheid, ist gar nicht schlimm oder so. aber gewöhn dich schon mal an harten Hustle, Alter. Weil wenn du im Trading wirklich unabhängig werden möchtest, Bro, wenn du, viele denken, Trading ist ein bisschen hier mit Kaffee vorm Chart sitzen oder irgendwie irgendwas machen. Bro, Trading ist harte Arbeit, Mann. Trading ist fucking harte Arbeit. Ganz wichtig zu verstehen. Genau, also. Und jetzt zieh es nochmal ein bisschen mehr, dass wir wirklich nur, dass wir diesen Ausschnitt sehen, den wir gerade hatten. Geh zum High. Geh mal ganz konkret zum High mit dem Fadenkreuz. Zum höchsten Punkt. Meinst du das? Nee. Ja, doch, das meine ich. So, was haben wir? Jetzt geh mal ein bisschen entlang. Ganz langsam entlang. Wir sind nach unten gegangen erstmal. Bisschen nach unten. Kleine Korrektur und dann Boots nach unten. Nach was sieht es aus? Bärische Struktur. Nicht nur bärische Struktur, sondern sogar eine bärische. Aktivierte. Eine. Eventuell. Bärische Frequenz. Sequenz. Genau. Ja, bärische Sequenz. Safe. Hol die Trendbasierte raus. Zack. Ja. Nur mal, die musst du jetzt nicht einzeichnen. Ich will es dir nur damit zeigen. Sequenzen funktionieren in jedem Timeframe. Jo. Was sehen wir hier ganz, ganz deutlich? Ist weit über unserem Ziel drüber gestoßen, oder? Also es ist halt hier wirklich, anstatt dass hier nochmal sich bewegt hat, dass es Wuts wirklich... Ja. Durchgestoßen hat. Ja, kann man schon so formulieren, oder? Also. Ja, und was bedeutet es jetzt? Dass die Käufer nicht so stark waren wie Verkäufer. Oh. Ja, ist ja logisch. Denk doch logisch nach. Wenn es weiter krass nach unten geht. Dann sind natürlich die Verkäufe stark. Aber Bro, geil, Mann. Schau mal, sowas weißt du jetzt. Allein, dass du das hieran erkennst und siehst und sagst, zeigt mir, du hast auf jeden Fall was mitgenommen. Jo. So musst du denken. Du musst immer wirklich denken, Alter, wir sind hier an der Börse. Hier gibt es Käufer und hier gibt es Verkäufer. Was zeigt mir so eine Struktur? So eine Struktur zeigt mir hier eindeutig, wir sind hier bärisch unterwegs. Wir haben hier theoretisch eine abgeschlossene Sequenz. Ist klar, oder? Ja. Was machen wir, wenn eine Sequenz abgeschlossen wurde? Das hatten wir jetzt heute noch gar nicht. Das GKL. Genau. Gesamtkorrekturlevel. Also, dann ziehen wir das Gesamtkorrekturlevel. Das wäre dann hier. Oder? Yes. Wenn wir merken, okay, das stößt hier durch und korrigiert dann hier. Zieh das Ganze das heißt, mal ein bisschen weiter. Zieh das Ganze mal ein bisschen. Ja, genau. Wunderbar. Zack, einfach mal klicken und einfach mal so lassen.
Jetzt zieh den Markt mal so ein bisschen runter, damit wir so diesen Bereich mal so ein bisschen zentraler sehen. Wunderbar. Was siehst du hier? Gibt es was, was dir auffällt? Ja, relativ, ja, der ist hier bärisch nach unten gesunken, schafft es jetzt aber nicht mehr, also es gibt nicht genügend Käufer, dass der hier, ja, einlandet. Er hat nicht am 50er reagiert. Ja. Gell? Er hat nicht das GKL geschafft. Ja. Was sehen wir aber? Was hat er aber geschafft? Er hat was nämlich geschafft. Und zwar Pip genau. Ja, geh mal zu diesem Loader und jetzt geh mal langsam hoch. Langsam hoch, 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 hoch. Ja. Ah, ja, da sind wir wieder bei dem. Passt, lass so, Bro. Passt. Wo sind wir da? Bei dem 1,0er. Nein. Was steht da? Was steht links für eine Zahl? 0,382. Das ist das 38-Zweier-Level. Stimmt, ja. Hat man vorhin schon. Da reagiert es ganz gerne. Oder ist passiert halt sehr oft. Nein, oft passiert es am 50er. Außer, also oft geht der Markt hoch ins 50er. Das ist das, was wir meistens sehen, oder? Ja. In unserem ganz normales Korrekturlevel, was wir immer und überall benutzen. Jetzt schau dir aber das an. Kennst du das Regelwerk der Sequenzen? Hast du von Michael Nims das Ganze auf dem Schirm? Sobald der Markt das 38-Zweier-Level erreicht hat, spricht man von einer Korrektur. Okay, ja. Wichtig zu wissen, der Markt muss mindestens das 38-Zweier erreichen, dann spricht man von der Korrektur. Wahrscheinlicher ist es, dass der Markt zwischen 50% und 66,7% reagiert. Das ist der wahrscheinlichste Bereich. Das ist der, mit dem wir meistens arbeiten. Zwischen diesen Ja. roten Linien. Hier hat er aber schon am 38-Zweier korrigiert. Jetzt denk mal nochmal nach. Denk mal nochmal nach in Verkäufen und Käufern, was das für uns bedeutet, wenn er hier schon reagiert. Ja, dass die Käufer nicht stark genug waren als die Verkäufer und dadurch das Ganze noch mal, Pass auf, es oder? hat schon aus, was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Es waren schon am 38, der Markt musste nicht mal mehr hochkorrigieren, um genug Käufer reinzusammeln. Das hat schon gereicht. Der Markt ist impulsartig nach unten, ist minimal nur hatte hoch müssen und schon gab es genug Verkäufer, die den Markt direkt wieder runtergeprescht haben. Ja. Wenn der Markt am 38-Zweier-Level korrigiert, dann bedeutet es, der Markt ist sehr bärisch. Also in dem Fall bärisch. Es kann natürlich genauso auch aufwärts sein. Ja. In dem Fall, weil wir eine Abwärtsstruktur haben, der Markt ist schon am 38-Zweier reagiert. Dann wissen wir gleich, okay, hier ist sehr, sehr viel bärische Kraft. Hier sind sehr, sehr viele Verkäufer im Markt. Weil der Markt muss nicht mal mehr hoch, um sich am 50er oder am 55,9er, am 61,8 oder am 66,7er, da muss der gar nicht mehr hoch, um da von dort oben Verkäufer zu sammeln. Es reicht schon, am 38,2er hat der Markt schon genug Verkäufer gesammelt, um danach nach unten abzugehen.
was schließe ich als Trader jetzt hier raus? Ich als Trader schließe jetzt hier raus, okay, krass. Ab jetzt kann ich mir bärische Struktur suchen. Einfach deswegen, weil der Markt ist verdammt bärisch unterwegs. Punkt aus Arme. Der Markt ist verdammt bärisch unterwegs, wenn er so geil, und das ist eine wunderschöne Korrektur, also eine wunderschöne Reaktion. Das ist nicht mal irgendwie so schludrig, sondern das ist Pip genau am 38,2er reagiert er für mich. Als ich das gesehen habe, wusste ich, okay, jetzt schauen wir mal, ob der Markt mir Verkaufsbereiche anbietet. Zeichne das 38,2er ruhig mal kurz ein mit einer kleinen Trendlinie. Nur so ganz leicht, muss jetzt nicht ewig sein, sondern einfach nur da, wo der Uhr reagiert ist, damit wir das auf dem Schirm haben. Okay. Triple Trace und kannst rauslöschen. So. Vom 38,2er sind wir jetzt, geh mal wieder mit dem Pfeil dahin, mit dem Pfeil ans 38,2er. Wir sind runter. Erstmal ein bisschen, gell? Ja. Allerdings haben wir noch kein Lower Low gemacht. Wir haben noch keine Sequenz aktiviert. Was haben wir dann gemacht? Wir sind ein bisschen nach oben nochmal. Ja, und ich dann... Hier habe ich mich noch nicht platziert. Hier war es mir noch zu unsicher, weil wir noch kein Lower Low gemacht haben. Da war ich mir nicht ganz sicher, okay, vielleicht reicht es doch noch nicht, vielleicht muss er jetzt dann doch noch hoch. Aber dann haben wir ein Lower Low gemacht. Dann sind wir richtig weit nach unten schon mal. Und dann habe ich das Triple Trace mitgezogen. Vom 38,2er zu diesem Low. Retracement. Nicht trendbasiert. Zeichne es rechts davon ein. So. Und jetzt geh aber nicht zum 38,2, sondern geh auch wirklich zum höchsten Punkt im Markt. Bisschen höher, da wo der Docht ist. Genau. Ich war, und jetzt geh mal auf eine Short Order, auf eine Sell Order. Und setz sie am 50er. Und jetzt zieh den Stop-Loss auf 20 Pips. Ja, passt so, ungefähr so, ja. Das heißt, auch hier siehst du ein bisschen übers 38,2er. Das wurde hier zwar leicht getriggert, aber hat gehalten. Und man setzt den Pip, ja. Genau deswegen setzt man auch den Stop-Loss ein bisschen drüber. Das war mein erster Trade im Euro-US-Dollar 5-Minuten-Chart. Was haben wir jetzt hier gemacht? Klick mal nochmal irgendwo hin kurz, dass diese Sachen sind. Genau. Jetzt gehen wir nochmal mit dem Fadenkreuz an mein Entry. Geh mal an mein Entry. Nee, da fing es alles an. Geh da, wo ich reingegangen bin in den Markt. Nee, er hat erstmal runterkorrigiert und da bin ich rein. Ja, genau, da bin ich rein. Dann ist der Markt erstmal noch ein bisschen hoch. Ich war ein bisschen im Minus mit meinem Trade. Gell? Ja. Und dann geh weiter den Markt entlang. Dann ist der Markt runter. Ein bisschen konsolidiert. Dann hat er ein Lower Low gemacht. Was bedeutet Lower Low? Aktive Sequenz. Yes, sehr gut. Die zeichnest du jetzt mal ein. Also ich mache mit dir echt schon Hardcore. Ja, muss. Jetzt ein bisschen links. Weiter links.
Links, 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 links. Ja, finde es immer so einfach schöner einzuzeichnen. Ja, jetzt kannst du nach rechts gehen von mir aus, um es zu diesem Hai einzuzeichnen. So. So, und jetzt zeichnest du die Ziellevel ein. Sieht attraktiv aus, oder? Geil. Also hier der Move, der ist ja mal mega. So, das ist ja nicht. Also ich kann dir auf jeden Fall versichern, es hat funktioniert. Ich wurde da rausgenommen. Das heißt, ja, lass ruhig rot, das passt schon. Ist ja sehr oder beige. Genau, jetzt kannst du mal die Trendbasierte rauslöschen und das Retracement kannst du auch rauslöschen, dann sieht es wieder ein bisschen cleaner aus. Jo. Soll ich kurz die ABC noch mit einzeichnen? Ja, machst du gleich, lösch erstmal kurz raus. Achso, ah, die hast du schon aktiviert gehabt, sorry. Ja, gut, egal. So, jetzt. So, Trend passiert ja auch. Ja, egal. Okay, dann zeichne erst ABC ein. Nein, 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 vom Hai. Von dem Hai vom 38-2er Korrektur. Ja, genau. Ja. Da hat es angefangen. Nein. Hi, der Mann. Diese Blödes Teil. Bewegung habe ich noch nicht getradet. Da. Sondern ich habe eine andere Sequenz hier. Nein, 38-2. Nein. 38-2er, Bro. Am Anfang war es vorhin schon richtig. Ja, genau. Da, nee, da oben, da oben, da oben, da. Ja, da fängt die Sequenz an. Da ist mein Nullpunkt. Ah, jetzt hat. Nein, Bro. Warum mittendrin? Bro, wo die blaue Linie ist, da, wo wir das 38-2 Genau, eingezeichnet da haben. oben, oder? Ja, da setzt du die ABC-Bewegung an, weil da hat sie angefangen. Da fängt meine Sequenz an. Wo ist das A? Das A? Nein. Weiter runter, weiter runter. Weiter runter. Da ist das A. Ah, jetzt hat's, das ist wieder wie vorhin so. Ja, wieder wie vorhin, genau. Da ist mein A, da ist mein B und dann unten die Ziellevel im C. So, jetzt machst du das Ganze auch nochmal kurz rot. Jetzt lösche die Trendbasierte raus. So. Jetzt ziehst du den Take Profit. Bro, den Take Profit. Take Profit ziehst du jetzt mal schön runter zum Ziellevel. Zack. Chancen-Risiko-Verhältnis von 3,5 ungefähr. Ja. 1% riskiert, 3,5% Profit gemacht. Bro, nur mal kurz zur Relation. Wenn du dein Geld zur Bank gibst, dann kriegst du da vielleicht 0,1% im Jahr. Im Jahr. Ich möchte, dass du dir das auf der Zunge zergehen lässt. Ich möchte, dass du das verstehst, Bro. Wenn du dein Geld. Oder du gibst dein Geld irgendwie in irgendwelche Fonds rein. Das ist immer so dieses, ja, ich bin jetzt Investor. Du bist Opa-Investor. Da kommen immer Leute an, boah, Trading ist nichts für mich. Ich mache ja Fonds. Oha, cool. Ich bin Maximilian Justus Müller aus München und ich investiere in Fonds. Nee, Spaß. Du weißt, was ich damit meine. Das ist so dieses, ja, ich bin krass und ich bin ein Investor und ich bin noch nicht so ein kurzfristiger Trader, sondern ich investiere in Fonds. Ich bin cool. Auf jeden Fall, genau, Bro. Ich will, dass du dir klar machst, so. Hier haben wir mit diesem Move, und jetzt geh mal kurz, nimm mal das Lineal kurz her. Nimm mal das Lineal kurz her nochmal. Das Lineal kannst du nicht nur zum Pips abmessen nehmen, sondern auch zur Zeit abmessen. Leg's mal am Entry an. Nein, kannst auch ganz unten machen. Kannst auch ganz unten machen. Nein, 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 nein. Ja, da wo die blaue, dieses Entry-Ding, dieses Sell-Entry-Ding ist, geh mal weiter runter, weiter runter. Es ist egal, wo du es im Markt machst. Geh mal ganz runter ungefähr auf Höhe von dem C.
auf Höhe von dem Zeh. Höhe. Ja, und jetzt aber seitlich ungefähr da, wo dieser blaue, transparente Bereich anfängt. Weil da sind wir ungefähr, bin ich, nein, 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 da, wo der blaue, transparente Bereich anfängt, da, wo meine Order aktiviert wurde, wo ich in den Trade reingegangen bin. Da, wo... Bro. Jetzt musst du mir nochmal auf die Sprünge helfen. Was genau meinst du? Ich will dir zeigen, wie lang das ist. Ja, ein bisschen weiter rechts, minimal rechts, minimal rechts, minimal rechts. Nochmal ein bisschen mehr. So. Nein, wieder ein bisschen weiter links. Stopp. Genau da, wenn du jetzt die gestrichelte Linie nach oben verfolgst. Ja. Genau da in den Trade rein. Okay, und jetzt klickst du mal, klick mal. Und jetzt zieh mal nach rechts. Bis dahin, wo ich im Profit rausgegangen bin. Hier. Ja. Nein. Doch. Also. Ja, doch, hier. Ja, so. Da. Zack. 9 Stunden. Das war ein Trade, der lief 9 Stunden. 3,5% vom Konto gemacht, nebenbei. Das heißt, obwohl es jetzt ein 5-Minuten-Chart ist, das heißt jetzt nicht, dass die Trades nur 5 Minuten gehen. In 5 Minuten nee, das ist mir schon klar, ja. Eine Kerze, ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Man könnte jetzt hier noch auf weitere Struktur eingehen. Beispielsweise gab es ja auch nochmal eine BC-Korrektur, die PIP genau funktioniert hat in dieser roten Sequenz. Das kannst du kannst das Lineal nochmal löschen, beziehungsweise musst du nicht löschen, einfach irgendwo hinklicken, dann ist es eh weg. Nur mal für dich, damit du auch mal siehst, was abgeht. Nimm mal kurzes PIP-Retracement und leg's mal am B oben an. Ja, und jetzt zieh es mal runter. Stopp. Nein, 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 nicht so weit runter. Zu dem ersten ziemlich relevanten Low. Höher, höher, höher. Zu dem. Bro, und mach's weiter nach rechts. Mach's weiter nach rechts. Viel, viel weiter nach rechts. Bro, weiter nach rechts. Nach rechts. Ja, dass man hier auch gescheit die Linien sieht. Und jetzt weiter nach oben. Jetzt weiter nach oben. Stopp. Nein? Ja. Zack. Bro, da wo das Low ist, leg's doch am Low an. Ja, jetzt hat. Und jetzt klicken. Nur damit du auch hier siehst, die BC-Korrektur hat perfekt funktioniert. Siehst du das? Jo. Zack. Rein in die BC-Korrektur und runter da. Den Trade habe ich allerdings nicht gemacht, weil ich war ja oben schon drin. Ja. Und ich hätte man aber zusätzlich auch noch machen können, oder? Ja, aber hat schon wieder ein bisschen mehr Risiko für mich gehabt, deswegen, weil wir die 100er Extension zu dem Zeitpunkt noch nicht erreicht gehabt hatten. Wir hatten okay, zu dem Zeitpunkt, ich hätte den Markt noch weiter unten haben wollen, dann hätte ich eventuell die BC-Korrektur auch noch mal mitgenommen, aber ich war schon zufrieden mit dem einen Trade, den ich hatte. Aber ich will es dir nur zeigen, damit du checkst, wie krank dieses System ist. Wie geisteskrank dieses System ist. Das will ich, dass du es checkst, Mann. Deswegen habe ich gesagt, Bro, zeichne hier die BC-Korrektur nochmal ein. Bro, kannst du gar kurz einzeichnen. Zeichne einfach kurz diesen Bereich nochmal in Rot ein. Ist immer ziemlich schön so. Ja, perfekt. Nein, nicht so weit. So, da gab es diesen Bereich ja noch gar nicht. Den Bereich gibt es ja erst seit diesem Low. Erst durch dieses Low, was wir hatten, konnten wir diesen Bereich überhaupt für uns erst definieren. So. Überleg mal, Bro, wir sind hier irgendwo im 5-Minuten-Chart, Mann, und wir haben hier kranke Struktur, Alter. Wir haben eine heftige Struktur. Einfach geil, Mann. Das BC-Korrektur-Level machst du mal ein bisschen kleiner so, weil das brauchen wir nicht so lange. Es hat ja eh nur, ist ja einmal kurz rein. BC meine ich jetzt, dass du gerade eingezeichnet hast. Ja, genau. Ja, so. Perfekt. Wunderbar. So mache ich das. So, Bro. Erster Trade. Auch den kannst du ein bisschen enger ziehen. Den brauchen wir nicht so breit. Da kannst du auch den Trade, also dieses Entry-Teil, dieses Short-Entry-Teil,
Entry, dieses transparente Ding, kannst du unten dran am Mittelteil, weiter oben, unten, ja, da, nicht ganz. Nein. Du musst dieses Teil erwischen. Oh, schwierig. Fast. Ja. Ja. Jetzt zieh's mal ruhig. Ja, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Aber wir halten es. Ich will es trotzdem, dass du es mal drin lässt. Einfach nur zum Verständnis. Jetzt kannst du diesen C-Bereich unten auch mal langziehen, ein bisschen weiter nach links, damit man auch sieht, hey, dieser Trade ist im TP. So, wunderbar. So, Bro. Sequenz abgeschlossen. Was machen wir? Gesamtanalyse. Gesamtkorrektur. Ja. GKL ziehen. Nein. Ist das die gesamte Sequenz von dort? Nein. Wo hat die Sequenz angefangen? Schau doch an, wo die Sequenz angefangen hat. Du hast die Sequenz doch eingezeichnet. Fängt die da an? Beim B. Bro, die rote Sequenz. Ich rede von der roten Sequenz. Ja. Wo fängt die an? Nein. Bro, gewöhn dir an, wenn du das Retracement anlegst, immer das Retracement links anzuwenden. Ja, da oben fängt die Sequenz an. Und wir wollen ja von dieser gesamten Sequenz jetzt die Korrektur. So. Leider hat sie uns hier verpasst. Ja. Ich habe damals, das war aber auch, geh mal kurz drauf, wann, welche Uhrzeit das war. Guck, das war hier irgendwann nachmittags, fast schon abends am Freitag. Solche kurzfristigen Trades gehe ich da auch eh nicht mehr ein. Ich habe es auch nicht mehr gesehen gehabt, sage ich mal, beziehungsweise ich war da auch gar nicht mehr am Markt aktiv zu diesem Zeitpunkt. Jetzt wäre es natürlich obergeil gewesen, hätte dieses Ding auch nochmal funktioniert. In anderen Märkten, die ähnlich gelaufen sind, NCD, USD, du siehst auch USD, also der US-Dollar war sehr, sehr aktiv, sage ich mal. Im NCD, USD hat dieses Szenario gehalten. Hier leider nicht. Komfort, ganz normal. Ich will auch, dass du im Prinzip das für dich verstehst. Zeichne das GKL mal ein. Zeichne das GKL ein. Ist ja, oder? Ja. Also so. So, und jetzt, im Prinzip, ich spare es uns jetzt, da nochmal eine Sell-Order anzulegen. Ich will einfach nur eine Sache sagen. Es wird immer, immer wieder genau sowas vorkommen. Der Trade holt dich fast ab, dann zieht er ohne dich weg. Und du denkst, fuck, Alter, so ein Wichser. Mal kurz einen Bus verpasst, so nach dem Motto. Richtig. Prinzipiell ist es so, das mache ich aber nicht im 5-Minuten-Chart, das mache ich im Stunden-Chart und im 4-Stunden-Chart oder im 30-Minuten-Chart. Dadurch, dass mir das ist mir, glaube ich, in meinem Leben vielleicht 5-mal passiert. Also jetzt auch nicht so oft. Es ist jetzt nicht so, dass es oft passiert. Aber im 5-Minuten-Chart juckt es dich nicht so krass. Weil im 5-Minuten-Chart gibt es wieder Entries. Da muss man sich keine Sorgen machen. Ja. Was mehr abfuckt ist, wenn es dir im Stunden-Chart passiert. Du wartest seit 3 Wochen auf diesen Entry und dann verpasst er dich wegen einem Pip. Deswegen war es oft so, dass ich im Stunden-Chart meinen Entry-Bereich schon ein bisschen weiter runter sogar setze. 1-2 Pips unter das 50er. Dass mir sowas nicht passiert. Ein 5-Minuten-Chart mache ich nicht. Da bin ich dann genau. Deswegen, wie gesagt, hier wären wir in dem Fall verpasst worden. Aber im Prinzip ging es mir hauptsächlich darum, dir einfach mal klarzumachen, was auch hier abgeht. Dass du dieses System jederzeit und immer traden kannst. Kannst auch im 1-Minuten-Chart traden, Bro.
Allerdings erfordert es noch mehr Marktverständnis, muss noch mehr Markterfahrung haben und das empfehle ich dir erstmal überhaupt nicht. Ich empfehle dir jetzt erstmal, das war einfach nur ein kleiner Teaser, um es, sage ich mal, ein bisschen spannend zu machen, damit du mal siehst, Alter, was du mit diesem System alles machen kannst. Und Bro, ich will, dass du eine Sache verstehst. Du kannst auch, wenn du magst, egal. Ja, egal, passt. Lass erstmal noch so. Ich will, dass du eine Sache verstehst. Du hast hier mit lächerlichen 200 Euro hast du jetzt hier was gestartet, wo du dir Wissen aneignen kannst, das die wenigsten Menschen haben. Bro, das ist wie so eine Art Geheimwissen. Das, was ich dir gezeigt habe, das ist Geheimwissen, Bro. Das können die wenigsten verwenden, weil Trading ist eben nicht nur Wissen, sondern auch Erfahrung. Das beides zusammen. Du musst, weil nur das zu wissen, bringt nichts, Mann. Du musst es am Markt, du musst selber Erfahrung machen, du musst selber Trades setzen, du musst selber Stop-Loss-Hits kassieren. Und ich will, dass du einfach das Ganze auch schätzt. Dahingehend, dass du verstehst, du bist hier bei IAM, du hast jetzt Zugang zu diesem Wissen. Du hast jetzt Zugang zu solchem Wissen. Ich habe dir jetzt nur mal, Bro, hättest du diesen einen Trade gesetzt mit einem, keine Ahnung, irgendeinem Konto, Bro, du hast einfach mal 3,5% gemacht, Mann. Das ist nicht normal. Das ist krass, Mann. 3,5% Krass, in ja. einem Trade, das ist nur ein Währungspaar, Bro. Es gibt viele, viele Währungspaare. Ja, also. Jetzt überleg mal, was abgeht, wenn du jedes Währungspaar so auf dem Schirm hast, wie du jetzt den Euro-US-Dollar auf dem Schirm hast und wie du jetzt den Euro-JPY auf dem Schirm hast. Alter. Und überleg mal, denk mal ein Monat, 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate in die Zukunft. Du bist jemand, der durchzieht. Du fängst jetzt nicht an, irgendwie, sobald es mal irgendwie mal nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, dass du da damit gleich aufhörst, sondern du bleibst an der Sache dran. Jetzt in meinem Beispiel. Ich glaube, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du es auch in Realität so machen wirst. Und jetzt lass dir einfach nur mal durch den Kopf gehen, was abgeht, wenn du jetzt hier mal 12 Monate durchziehst mit diesem Wissen und 12 Monate lang Erfahrungen sammelst im Trading am Markt. Du 12 Monate lang jetzt mal Sachen einzeichnest, Bereiche tradest, Erfahrungen sammelst, herausfindest für dich selbst, was funktioniert nicht. Ich habe dir hier zwar viele Sachen mitgegeben, aber es sind meine Erfahrungen. Mach deine eigenen. Du musst deine eigenen machen. Du wirst nicht profitabel, indem du nur meine Erfahrungen hast. Du musst selber diesen Hustle reinstecken, diesen richtig kranken Trading-Hustle, wenn ich es mal so nennen kann. Du musst selber einfach dieses enorme, diesen Markt von vorne bis hinten analysieren. Kaufbereiche einzeichnen, Verkaufsbereiche einzeichnen, Sequenzen einzeichnen, die wieder zerstört wurden, die Sequenz wieder rausnehmen, GKLs einzeichnen und so weiter und so fort. Und das einfach mal durchziehen, Bro. Da einfach mal durch. Und überleg mal, Bro. Und jetzt kannst du kurz die Bildschirmaufnahme beenden und mir kurz den Host rübergeben. Beziehungsweise den Host habe ich, glaube ich. Du musst einfach nur die Bildschirmaufnahme beenden. Und jetzt möchte ich kurz die letzten 5 Minuten kurz den Bildschirm teilen. Ich kann jetzt schon mal sagen, Bro, schau mal, alles, was du bei mir im Chart siehst, ist genau das. Ich bin jetzt hier im NZD-USD. Oh. Bro, schau dir das an, Mann. NZD-USD, meine Analyse, meine Trades, meine Erwartungen in diesem Markt. Meine Erwartungen im NZD-USD.
Also nur damit du auch siehst, ich erzähle dir hier nicht irgendwas, sondern ich mache hier das ist das, was ich mache. Ich bin hier im 5-Minuten-Chart, ich könnte jetzt auch noch einen 1-Minuten-Chart. Du siehst, ich habe hier noch Sequenzen im 1-Minuten-Chart drin, die funktioniert haben. Nur mal als kleines Beispiel. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen, sondern ich möchte dir Folgendes zeigen. Als Vision. Dass du auch wirklich konkret weißt, warum du es hier machst. Oder was heißt weißt, warum du es machst? Einfach als Ziel im Trading. Dass du eine Vision hast, dass du ein gewisses Ziel hast im Thema Trading. Und zwar aus folgendem Grund. Und zwar, ich zeige dir kurz mal eine Seite. Wenn du natürlich jetzt anfängst, ich denke mal, du bist jetzt nicht steinreich und kannst jetzt hier mit 10.000 Euro anfangen zu traden. Vermute ich jetzt einfach mal so. Warum nicht? Spaß, nee. 200 € Maximum. Und das ist eben das Problem bei vielen. Du kannst noch so ein krasses System haben, das noch so gut funktioniert. Wenn du das mit dem 200-Euro-Konto machst, tja, dann wirst du lange brauchen. Das ist natürlich möglich, aber du musst sehr krass unterwegs sein. Du musst sehr krass unterwegs sein. Und deswegen gibt es FTMO. FTMO ist Fremdkapital-Trading. FTMO ist einfach eine Firma, die steht da schon dran. Forex-Trader gesucht. Hallo. Seite reagiert nicht. Passt doch alles. So, Forex-Trader gesucht. Oh, nochmal zurück. Ja, hier. Handeln Sie unser Kapital. Behalten Sie 70% der Gewinne, wir decken die Verluste. Was bedeutet das Ganze? Wir finanzieren gute Trader. FTMO, das ist halt einfach diese Investment Company, sage ich mal. FTMO entwickelt dir einen einzigartigen Blablabla für Forex und CFD-Trader. Bam, 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 bam. Im Prinzip, wie schaut das konkret aus? Du musst erstmal eine Herausforderung machen. Die FTMO-Herausforderung ist der erste Schritt des Evaluationsprozesses. Dies müssen Sie erfolgreich bestehen, um die Verifizierungsphase zu gelangen. Stellen Sie Ihre Handelsfähigkeit und Ihre Disziplin mit Einhaltung der Handelsziele unter Beweis. Verifizierung, bla bla bla. Und wenn man das beides besteht, dann ist man FTMO-Trader. Das ist dann eben hier Schritt Nummer 3. Sie werden ein Trader bei der FTMO-Trading-Firma. Handeln Sie ohne Risiko und erhalten Sie 70% Ihrer Gewinne. Bleiben Sie konstant und erhalten Sie noch mehr Kapital. FTMO sind einfach faule Leute, die aber wissen, dass Trading funktioniert, die aber selber vielleicht nicht gut traden können. Was machen die? Okay. Also jetzt nur mal, natürlich ist es nicht so. Das sind auch Trader, die wollen und Trader unterstützen und halt im Prinzip läuft das Ganze so. Du machst einen Test, der sieht so aus. Und ich sage es dir nicht, dass du das jetzt machst. Ich sage es dir als Long-Term Vision, als Long-Term Goal. Du kannst hier auf Euro gehen und zum Beispiel gibt es hier verschiedene Challenges. Wenn du die 10.000-Euro-Challenge bestehst, dann hast du danach ein 10.000-Euro-Fremdkapitalkonto, das du traden darfst. Wenn du die 20 bestehst, dann mit 20, 40, 80. Wie schaut diese Herausforderung aus? Du hast einen Handelszeitraum von 30 Tagen. Du musst an mindestens 10 Tagen einen Trade setzen. Du darfst maximal 4.000 Euro an einem einzigen Tag verloren haben. Wenn du mehr verlierst, bist du raus. Du darfst maximal 8.000 verlieren innerhalb dieser 30 Tage. Wenn du innerhalb dieser 30 Tage mehr als 8.000 Minus gemacht hast, bist du auch raus. Was ist das Profit-Ziel, was du unter Beweis stellen musst, dass du es schaffst? 8.000 Euro. Was sind 8.000 Euro von 80.000 Euro? 10%. Ja. Bro, mach dir das klar. Du hast hier einen Test, du musst, wenn du mit FTMO starten möchtest,
Dann bedeutet es, du meldest dich dort an du meldest dich an und willst die Challenge machen. Du musst im ersten Monat 10% machen und dann im zweiten Monat, da hast du 60 Tage Zeit und musst nur 5% machen, nur 4.000 Euro. Das heißt, der zweite Monat ist auf jeden Fall viel entspannter. Oder? Ist ja irgendwo logisch so. Erster Monat, schon hart. Ja, was heißt hart? Jetzt kommen wir gleich zum was heißt hart. Und wenn du das halt beides schaffst, im ersten Monat 10%, in den nächsten beiden Monaten gerade mal 5%, dann bist du FTMO-Trader. In dem Fall mit einem Fremdkapitalkonto von 80.000 und du darfst jeden Monat 70% deiner ertradeten Gewinne behalten. 70% von 80.000 Euro sind 5.600, angenommen, du hast dieses 80.000 Euro Konto und du machst regelmäßig 10% im Monat von diesem Konto. 10% wären 8.000 Euro. Gell? Ist ja klar, ja. 8.000 Euro Konto, 10% sind 8.000. Angenommen, das machst du regelmäßig, jeden Monat. 70% davon sind 5.600 Euro. Ja. Mach dir das klar, Bro. Challenge bestehst. Wenn du diese Challenge bestehst, innerhalb von 30 Tagen 10%, innerhalb von 60 Tagen 5%, hast du danach ein Fremdkapitalkonto, je nachdem, in welcher Höhe du die Challenge machst, die Prozentzahlen bleiben gleich. Also auch beim 10.000 Euro Konto musst du halt 10% als 1.000 Euro halt als Profit machen. Und beim 80.000 halt 8.000 Euro. Also es sind immer 10% und im zweiten Monat 5%. Wenn du bestehst, hast du ein 10.000 Euro Konto. Du bezahlst für diese Challenge einen Geldbetrag, für die kleine 155 Euro, für die 80.000 Euro Challenge 540 Euro. Was ich einfach abschließend dir mitgeben möchte, Bro, überleg mal, wenn du jetzt einfach Gas gibst im Trading, wenn du jetzt einfach dran bleibst, wenn du jetzt einfach hier Stück für Stück vorankommst. Bro, diese beiden Trades, die ich dir gerade im Euro-US-Dollar gezeigt habe, der eine Trade, der noch nicht aktiviert ist im Stundenchart oder M30, erinnerst dich, oder? Dieser eine, wo wir eingezeichnet haben, wo ich gesagt habe, der Markt, diese Überschneidung im 50er, und der Trade funktioniert bis zu unserem Ziellevel, sind es 3,5%. Dieser andere Trade, den wir im 5-Minuten-Chart untergeordnet gesetzt haben, waren auch 3,5%. Du hättest mit diesen beiden Trades schon 7% gemacht. Noch so ein Trade und du hast die 10% voll. Ja. Mach dir das mal das klar. Krass, Mann. Alter. Ja, krass. Bitte lass dir das auf der Zunge zergehen. Bitte mach dir klar, was das bedeutet, Bro. Und ich hoffe, dass das für dich Ansporn ist. Ich hoffe, dass das für dich einfach ein Goal ist, das es zu erreichen gilt. Ich bin ehrlich, Bro, ich wollte mit meinem Dad zusammen, wir hätten eigentlich ab Montag die Challenge gestartet. Ja. Mein Dad und ich und nochmal drei Teampartner von mir. Allerdings mussten wir da noch zwei, drei Sachen abklären, weil das NIMS-System, wenn man es nach One-Trade-Strategie tradet, so wie Michael NIMS, laufen die Trades natürlich sehr, sehr lange, auch übers Wochenende und so weiter und so fort. Das mussten wir noch abchecken. Außerdem mache ich es eben seit kurzem auch im 5-Minuten-Chart. Merk halt, wie viel da abgeht, Mann. Mach das im Daytrading. Ja. Trade es im 15-Minuten-Chart und im 5-Minuten-Chart und im 1-Minuten-Chart. Und sehe halt, was dort abgeht. Sehe halt, wie du da diese, Bro, ich habe am Freitag, das habe ich dann Freitagnacht, also lass mich jetzt mal überlegen, letzte Nacht, also ja, gestern Abend, letzte Nacht, sag ich mal, bis um 4 Uhr saß ich an den Märkten, habe gebacktestet, so wie wir jetzt gemacht haben. Bro, du hängst ein bisschen. Ah, jetzt bist du wieder da, okay. Ja. Hast du mich verstanden? Ja, mein Internet. Okay, gut, easy. Also, ja.
Nur damit du weißt, Backtestet. bis gestern 4 Uhr nachts saß ich an den Märkten und habe genau das gemacht, was wir gerade gemacht haben. Nur für mich selber halt. Ich habe für mich selber geschaut, okay, was hat funktioniert, habe mir das notiert. Bro, ich habe ein riesiges Trading-Journal. Ich schreibe jeden Trade auf, den ich mache. Und schreibe auf, was mein Learning daraus war, wenn es ein SL war. Ich schreibe auf, was funktioniert hat, was nicht funktioniert und so weiter und so fort. Da habe ich für mich auf hier auf Telegram habe ich sowas gemacht. Das nennt sich im Prinzip ich habe es einfach hier so genannt, Nikolais Trading Journal. Das ist so ein, im Prinzip ein Telegram-Channel, da bin nur ich drin. Und ich schreibe da, ich schicke da Sachen rein von anderen Leuten, hier weitergeleitet von Özkan, das ist eben so mein Mentor, sage ich mal, was das Ganze angeht. Schreibe hier meine eigenen Trades rein. Schreib hier, schick hier Videos rein, die ich aufnehme für mich selbst. Ich nehme mir Videos auf für mich selbst, Mann. Und den Markt analysiere. Ich habe hier nichts anderes gemacht. Schau mal, was ich hier dazu geschrieben habe. Sequenzensystem Lower Timeframe, M5 bis M15. 3 Setups im NZT-USD, die mit je 1% Risk pro Trade innerhalb von 14 Stunden 10,6% Kontowachstum ergeben hätten. Das habe ich gestern Nacht, Digga, ich habe es nicht gepackt, Alter. Gestern Nacht, oder halt, was heißt gestern Nachmittag, Abend habe ich schon damit angefangen, bis in die Nacht hinein halt. Ich habe wirklich gestern mal ein kranker Chart-Tag bei mir. Und ich habe solche Dinge für mich rausgefunden. Bro, ich habe gestern wirklich im NZT-USD, das fangen wir jetzt nicht noch an, das wäre jetzt dann echt zu krass. Aber nur mal, damit du weißt, gestern im NZT-USD habe ich 3 Setups für mich gefunden, die ich wahrscheinlich auch getradet hätte in der Form. Und diese 3 Trades hätten einfach mal mehr als 10% ergeben. Innerhalb von 14 Stunden hätte man die FTMO-Challenge damit gemacht gehabt. Das ist krank, ja. Das, ja. Sowas bekommst du halt dann nicht im Stunden oder im Richtig, genau, genau das ist es. Und deswegen will ich dich von Anfang an auch darauf trimmen, das System genauer zu machen. Nicht nur wie ein Michael Nims irgendwie im 4-Stunden-Chart, Stunden-Chart und die Sequenzen laufen dann mal Tage, Wochen, dein Trade, du wartest 3 Monate auf ein Re-Entry und so weiter und so fort. Ich will den Markt rauf traden, ich will den Markt runter traden. Ja. Und Bro. Nee, auf jeden Fall. Das hört sich. Ja. Also ich bin ganz ehrlich, ich hätte da jetzt auch nicht unbedingt Bock, 3 Wochen auf einen Trade zu warten. So. Das ist halt schon ein bisschen stressig. Anfang klar, wenn man das System noch nicht so ganz verstanden hat, macht man das so am Anfang, aber ja, wie soll ich sagen? Safe, nee, klar. Aber wie gesagt, Bro, deswegen, mach dir das einfach nur klar, was hier wirklich möglich ist. Aber Bro, ich kann dir das jetzt so gut sagen, weil ich genauso lost war wie du am Anfang. Weil ich mir alles selbst erarbeiten musste. Ja. Ich hatte damals keinen, der so entspannte Late-Night-Zoom-Calls gemacht hat so und mir, sag ich mal, Tipps gegeben hat. So. Deswegen, auch du, glaub mir, du kannst froh sein. No joke, ich bin ehrlich so. Nee, mega, ich finde es auch mega geil so. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, hey, scheiß drauf, lass durchziehen so. Ganz ja, einfach, weil das nice ist so. Und deswegen, Bro, ich will auch wirklich, dass du hier vorankommst, Mann. Ich will, dass du nicht einer von den Leuten bist, die hier dann irgendwann mal sagen, ja, Trading, habe ich mal so ein bisschen angeguckt. Ich glaube, das funktioniert doch nicht so wirklich. Das, ja, weiß nicht, ist, glaube ich, mehr Glückssache. Es gibt Leute, die sagen das. Die sagen das über Trading. Echt, oder? Ja. Weil es irgendwo im Internet steht, weil weißt du, die Bankberater, das sind dann die Leute, die fragen dann bei der Sparkasse nach. Die fragen dann ihren Ansprechpartner bei der Bank. Ja, kennen Sie dieses Forex-Trading? Was halten Sie denn davon? Oh, ganz schwierig. Das ist völlig risikoreich. Das ist reine Glückssache. Lieber die Finger davon lassen. Ja klar, sonst wird die Bank ja damit keinen Gewinn machen. Die sagen dann lieber, okay,
machen sie es so und so und dann kriegen sie 0,3% pro Jahr, oder? Also. Ja, das natürlich einerseits, aber die wissen es meistens auch nicht besser. Die haben einfach keinen Plan. Bro, dieses Wissen ist Geheimwissen. Ich wiederhole es nochmal. Bro, du Das ist gehörst. krass, Mann. Bro, das, was du jetzt weißt, das wissen auf der Welt vielleicht 1.000 Menschen. Das ist krank, Mann. Wenn man Wenn es überhaupt. sich so überlegt, Wenn ja. überhaupt, Bro, dieses Sequenzensystem, das ist sehr, sehr unbekannt. Sehr, sehr unbekannt. Es gibt andere Systeme, die sind viel, viel bekannter. Dieses Sequenzensystem ist extrem unbekannt. Es gibt hauptsächlich nur in Deutschland ein paar Leute, die das traden. Und ich glaube, in der Form, wie wir das traden, gibt es sehr, sehr wenige. Max, Bro, wenn es auch nur, Bro, es reicht auch, wenn es 200 Leute sind. Es würde mich nicht wundern, wenn es gerade mal 200 Leute sind auf der kompletten Welt, die dieses Wissen haben, so konkret. Es mag mehr geben, die vielleicht generell nach diesen Sequenzen traden, aber so, wie wir das machen, ganz, ganz wenige Leute. Und deswegen, Bro, ist es einfach eine kranke Sache, Mann. Und behandle das auch so. Hab auch selber auf dem Schirm, Alter, krass, Mann. Das ist auch nicht selbstverständlich, dieses Wissen zu haben. Sei dankbar dafür. Sei dankbar für einen Chris, Mann. Schau mal, ohne Chris wärst du nicht hier. Eben, ja. Das habe ich schon zu ihm gesagt. Also, der Chris ist ja auch ein sehr, sehr guter Kumpel von mir. Der hat jetzt gerade auch noch ein bisschen schwer da. Wegen Zwischenprüfungen und so haben wir auch heute erst wieder telefoniert und da hat er gemeint, ja. Wenn der ganze Shit vorbei ist mit seinen Augen und mit der Zwischenprüfung, dann ist er da auch wieder voll am Start. Habe ich auch zu ihm gemeint, ja, kein Stress. Und Ja, klar, Mann. ich bin da auf jeden Fall dankbar, weil ich habe ohne Scheiß, ich habe viel ausprobiert online, businesstechnisch und draußen ist so viel Müll und Scheißdreck und Werbung und hast du nicht gesehen und ja, und hier bei IM habe ich halt das allererste Mal das Gefühl, so, dass halt auch wirklich funktioniert. Ja. Auch wenn ich mir dann so Calls angucke wie bei deinem Dad oder so. Ja. Das ist Ja. so, diese Gemeinschaft, diese Resultate, ja, diese Leute, die sich da gegenseitig hypen und unterstützen, das ist krank. Ja. Also da Eine merkt Sache, man es halt gibt. einfach nicht. Ja, sorry, was? Ja, merkt man nicht? Nee, passt, alles gut. Okay. Eine Sache ist echt witzig so. Und zwar, mich hat letztens erst wieder jemand angeschrieben, du bist doch bei IM Mastery Academy. So irgendwo hier aus, ich weiß nicht, aus Lindau oder so kommt der. Bist doch bei IM Mastery Academy. Da verdient man doch nur Geld, wenn man neue Leute ranholt, oder? Bro, Ja. überleg mal ganz kurz, schau mal, lass dir das auch mal auf der Zunge zu gehen. Wir haben jetzt hier 3 Stunden lang, glaube ich, locker, haben wir bald gecallt. Ja. Oder so. Oder ja, oder noch länger, Wir keine Ahnung. sind seit um 10:30. Halb 12, halb 1, halb 2, halb 3. Ja, Egal, es ist dreieinhalb lange gedauert. Stunden. Bro, macht ja auch eine Sache klar. IM ist eine Network-Marketing-Firma. Ja. Wir haben keine Sekunde über Network geredet. Das stimmt, ja. Dann kommen Leute an und behaupten irgendwas, ja, ihr verdient doch nur Geld, indem ihr da Leute ranholt, oder? Mal. Nur Bro, dann einfach nur, habe ich nur deswegen gesagt, einfach nur um diesen Gedanke mal so im Raum ein bisschen so Boom, Mic Drop, so einer auf den. Nee, wirklich einfach, aber du hast verstanden, ich glaube, du hast jetzt auch safe verstanden. Natürlich liegt es auch an uns, an Niklas, vor allem an mir, an Chris. Wir bauen das Ganze sehr, sehr trading-technisch auf. So. Uns allen ist es wichtig, jedem aus dem Coffee and Trading Team ist es wichtig. Bro, Trading steckt im Namen drin. Wir sind nicht Coffee and Network Team, sondern wir sind Coffee and Trading Team. Und Ja. deswegen legt unser Fokus auch auf dem Trading. Network ist eine entspannte, geile, fluffige Sache, die man nebenbei machen kann. Auch dort ist es Network Marketing, ist reine Persönlichkeitsentwicklung. Das meine ich damit richtig als sehr, sehr positiv. Im Network lernst du unnormal viel. Du lernst alle unternehmerischen Skills, die du brauchst. In meinen Augen lernst du im Network Marketing, Ja. Kommunikation, Vertrieb, alles Team Leadership. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie leite ich Menschen? Wie helfe ich Menschen, erfolgreich zu werden? Das ist das, was alles ein Unternehmer machen muss. Und das lernst du alles im Network.
wenn man es natürlich machen möchte. Auch das ist eine geile Sache, können wir auch wann anders vielleicht mal drüber quatschen. Aber Ja. in dem Fall, Bro, ich will noch einmal ganz kurz eben nochmal den Haken kurz zum FTMO schlagen und dir das nochmal einfach bewusst machen, Bro. Wenn du hier, ich mach jetzt hier kurz Real Talk mal. Einmal, ich mache jetzt hier ganz kurz Real Talk, Bro. Ich merke, Marco, du bist auf jeden Fall im Modus. Und Bro, ich nehme mir nicht für jeden so viel Zeit. Bro, meine Zeit ist Nee, das kostbar. glaube ich. Ja. Ich verwende nicht für jeden Teampartner, für jeden, der jetzt hier irgendwo bei AM ist, so stecke ich nicht so viel Zeit dran, sondern ich nehme die Zeit für die Leute, wo ich merke, die haben einen Wille. Bei dir habe ich das Ja. gemerkt, Bro. Du bist auf den Calls. Du bist einfach präsent. Du bist am Start. Du schreibst in die Telegram-Gruppe. Du bekommst das Ganze mit. Du fühlst Ja. das Ganze. Bro, dich juckt es nicht, wenn der Call mit meinem Dad 2 Stunden geht, Mann. Du bist da am Start, du hörst dazu. Auch wenn Michael Nims danach noch labert und kein Ende findet. Du bist da am Start, Bro. Ich beobachte es, ich krieg das mit, Mann. Ja. Und das ist was, was mir einfach zeigt, du bist jemand, du hast auch verdient, dass ich mir so viel Zeit nehme, Bro. Ganz simpel. Ich bin dir da auch ganz ehrlich, Mann. Und Ja. genau deswegen habe ich mir diese Zeit auch genommen. Und jetzt kurz zu dem Real Talk, den ich machen möchte. Wenn du, so wie du jetzt gerade durchziehst, jetzt nochmal eine Schippe drauflegst und jetzt 4, 5 Monate durchziehst, ja, dann kannst du im 6. Monat FTMO starten. Ist meine realistische Einschätzung. Und ich will damit jetzt nicht overhypen oder so weiter. Ich will dir das einfach nur mal klar machen, dass du auch schon mal in dieses Mindset reinkommst, dass sich dein Leben in den nächsten Monaten oder vielleicht 1, 2, 3 Jahren radikal verändern wird, Wenn ich wenn jetzt du die weiterhin nötige Arbeit konstant reinsteckst, durchziehe. Bro. Wenn du die nötige Arbeit reinsteckst, Mann. Von nichts kommt überhaupt gar nichts. Das heißt, wenn du bereit bist, diesen Hustle reinzustecken, wenn du bereit bist, diese Hingabe reinzustecken, wenn du dazu bereit bist, auch mal bis um 3 Uhr nachts in einem Zoom-Call zu sein, bis um 3 Uhr nachts mal bereit zu sein, hier zu lernen. Und Bro, ich feiere das, Mann. Ich habe da Bock drauf, Mann. Wir werden es wieder machen, Bro. Es war nicht der letzte Zoom-Call, den wir zusammen machen. Ich will, dass du fucking nochmal hier krank im Trading wirst, Mann. Ich will, dass du dieses Jahr die FTMO-Challenge bestehst, Bro. Das ist mein Ziel für dich. Ich Boah. weiß nicht, was dein Ziel für dich ist, Bro. Das ist mein Ziel für dich. Auf jeden Fall, ja. Das wäre mega heftig. Also, das ist jetzt so, wenn ich so drüber nachdenke, es ist ein krasses Ziel, ja, aber es ist nicht unmöglich. Nichts ist unmöglich. Also Null. vor Null. allem, wenn man jetzt hier in 3,5 Stunden mehr lernt als in den letzten 24 Stunden, ja. Ach, das ist natürlich gut. Ja, nee, im Prinzip, Bro, ich will einfach nur, dass du dadurch auch mit dieser Ernsthaftigkeit an die Sache rangehst. Dass du dir wirklich langsam klar wirst, dass wir hier kein Kindergartenverein sind, sondern dass es hier darum geht, Bro. Du kannst hier Multi-Millions machen. Mach dir Ja. das klar. Mach dir das wirklich einfach klar, Mann. Und mit dem FTMO möchte ich hier einfach nur, dass du auch dir eine Sache klar machst, dass wenn du einen 80.000 FTMO-Konto hast und machst nur 10% im Monat, du hast gesehen, was hier teilweise an einem Tag möglich ist. Hätte man den Euro-USD, den NZ-USD und den Euro-JPY gestern getradet am Freitag, ich glaube, man wäre 20% im Profit allein. Nur diese drei Märkte, Bro. Man wäre schon 20. Bro, das ist. Ich pack das gar nicht, Bro. Ich bin echt ehrlich, Mann. Ich pack das gerade wirklich auch nicht, Alter. Aber Bro, überleg mal. Du hast jetzt dein 80.000-Konto innerhalb von einem Tag. 20% von 80.000, kurz ausrechnen. Ich glaube, das sind, warte mal, ich glaube so 16.000. 80.000 mal 0,2. 16.000. Du hättest jetzt innerhalb von einem Tag aus 80.000 96.000 gemacht.
krank. Natürlich, die Märkte laufen niemals immer so. Es waren impulsartige Bewegungen, Bro. Es waren impulsartige Bewegungen. Da geht einiges ab so. Es werden auch Wochen kommen, da findest du keine gescheiten Entries. Und damit musst du auch klarkommen. Aber mach dir das mal klar, Bro. Und du bist berechtigt, am Ende des Monats 70% von deinen Profits auszuzahlen. Hättest du am Donnerstag mit FTMO gestartet, hättest du diese ganzen Trades mitgenommen, dann würden dir von 16.000 Euro 70% zustehen. Das sind 11.200 Euro. Junge. So viel verdiene ich nicht mal im Jahr aktuell. Krank. Oh, Digga, ich packe die überhaupt nicht gerade, Digga. Ich komme auch gerade überhaupt nicht klar, Mann. Aber wirklich, auch wieder, um hier wirklich auch wieder ein bisschen jetzt nicht zu sehr abzudriften oder zu sehr irgendwo abzuschweben in dem Ganzen. Ja. Das war jetzt der Freitag gestern, der war krank. Es ist nicht normal. Das passiert hin und wieder mal. Da gibt es mal ein paar Tage im Monat, da laufen die Märkte in der Form. Das heißt, auch das muss man sich natürlich bewusst machen. Also geh jetzt bitte nicht mit der Erwartungshaltung ran an die Märkte, dass du dir denkst, null. Digga, ich mach ja jeden Tag 20%. Vor allem, Bro, mit gescheitem Risk Management, mit maximal 1% Risiko pro Trade. Und es waren fünf Trades oder so, fünf Trades, die wir insgesamt gesetzt hätten. Eigentlich nur vier Trades. Zwei, einem Euro JPY, den habe ich dir gezeigt, den ich auch getradet habe. Sogar diese eine Impulsbewegung. Dann dieser eine Trade im Euro US-Dollar. Und dann meine zwei Trades noch im NZD-USD, wo wir jetzt nicht drauf eingegangen sind. Wo ich aber 11,6 oder 10,6% schon gemacht hätte, innerhalb von ein paar Stunden. Also 20% zu machen, das ist nicht schwer dahingehend, wenn man einfach overleveraged, mit irgendeinem viel zu hohen Risiko reingeht. Klar, dann wenn man Glück hat, macht man mal 20%. Aber wir hätten uns hier an striktes Risikomanagement gehalten. Das heißt wirklich, diese Trades sind völlig legitim, valide, legitime Trades gewesen. Mit validem, legitimem Risikomanagement hätten wir valide, legitime 20% gemacht, ungefähr gestern, wenn wir diese ganzen Trades getradet hätten. Natürlich hätten wir vielleicht andere Märkte auch noch getradet, vielleicht da noch ein Stop-Loss-Sit kassiert und so weiter, dann wären wir vielleicht, selbst wenn es nur weniger, es ist ja scheißegal. Auf jeden Fall, ich will auch jetzt nicht, dass du jetzt mit der Erwartungshaltung reingehst, okay, ich habe jetzt mit Nikolai die Märkte analysiert, es ist ja alles voll einfach, es läuft ja alles voll. Meine Trades, die werden ja jetzt nur noch Profits gehen. Bro, der Markt macht, was er will. Der Markt macht immer, was er will. Wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Wir sind nicht die Leute, die dem Markt sagen, was er machen soll. Der Markt macht komplett, was er will. Der Markt ist einfach nur eine Linie, die am Wochenende Pause macht und sonst unbändig vorwärts läuft. Nach oben, nach unten, nach oben, weiter unten. Der macht, was er will. Und wir haben eben Geheimwissen, ist so, mit dem wir gewisse Sachen machen können, mit dem wir gewisse Bereiche ermitteln können, die einfach wahrscheinlich sind, dass der Markt dort umdreht. Genau das machen wir, genau dort setzen wir unsere Trades, setzen unsere Take-Profits und das ist es. Und ja, was soll ich dazu noch groß sagen, Mann? Ich will einfach nur, dass du jetzt nicht mit der Erwartungshaltung halt einfach rangehst, dass jetzt alles Friede vor der Eierkuchen läuft. Bro, du musst diesen Hustle genauso durchgehen, den jeder andere durchgegangen ist. Und Bro, ich bin der Ehrlichste auch, ich bin jetzt nicht rich as fuck, Mann. Ich habe kein FTMO-Konto bisher. Bro, ich mache IM Fulltime so. Von Trading lebt man nicht von heute auf morgen. Weil du willst ja nicht, wenn du mal 100 Euro gemacht hast an einem Tag, dann willst du dir auf deinem Trading-Konto lassen, du willst ja nicht gleich auszahlen, sondern du willst ja dann Zinseszinseffekt nutzen, das Konto größer werden lassen. So. Klar, ich habe Network-Einkommen, so ist auch völlig okay, aber ich bin jetzt nicht irgendwie rich as fuck. So. Ich verdiene vielleicht unterm Strich so viel wie du aktuell. Aber ich weiß halt... Nein, ich verdiene fix mehr, ganz fix. Ja gut, aber ich sag mal nicht
nicht effektiv, weil ich lasse meine Trading Profits, die lasse ich auf mein Konto, weißt du, wie ich meine? Die nehme ich ja nicht raus. Ich zahle mir ja nicht jeden Monat irgendwie was aus der Bank aus oder aus meinem Trading-Account aus, weißt du, wie ich meine? Deswegen so viel dazu. Aber was ich dir damit einfach nur sagen möchte, ich bin jetzt, Bro, ich bin auch nur genauso Typ aus Wangen, Digga, der einfach bei AM gestartet ist, sich Stück für Stück ihr Wissen angeeignet hat. Bro, ich war doch auch genau an dem Punkt, wie du jetzt bist, Mann. Nur, du bist jetzt nach 2 Wochen da, wo ich vielleicht nach einem Jahr war. Und ich mache keine Faxen, Bro. Also zumindest was Trading angeht. Es ist wirklich kein Spaß, Bro. Ich habe so lange irgendwas gemacht, Bro. Ich habe System gewechselt. Ich wusste nicht, was ich traden wollte. Und deswegen, glaub mir, ja, Junge, ich bin gespannt, was bei dir abgeht dieses Jahr. No joke, Mann. Aber ja, bitte diese Vision, oder nicht bitte, Bro, das ist völlig dir überlassen. Mir ist es ja scheißegal, aber Bro, ich habe dir jetzt mal gezeigt, was abgeht im Trading. Ich habe dir jetzt mal eine langfristige Vision aufgezeigt mit diesem Fremdkapital. Bro, 10% in einem Monat, 30 Tagen, Alter. Es ist wirklich machbar. Davor muss natürlich viel Arbeit reingesteckt werden. Bro, du musst halt dazu bereit sein, Abende, Tage, Stunden, Wochen hier rein zu investieren, am Markt zu sitzen, ein Auge dafür zu entwickeln. Bro, ich sehe den Markt, ich sehe direkt Sequenzen, ich sehe direkt, wo er reagiert. Ich schaue einen Markt an und weiß, ach krass, der ist am 38,2er reagiert. Ich schaue einen Markt an und weiß, ach krass, die Sequenz wurde zerstört. Ich schaue einen Markt an, ich sehe krass, am 50er, der hat perfekt korrigiert. Ich sehe den Markt und sehe, krass, hier haben wir eine abgeschlossene Sequenz, GKL-Reaktion. Aber das war nicht von Anfang an so, Bro. Sondern weil ich stundenlang am Chart war. Da kommst du nicht dran vorbei. Ganz, ganz wichtig. Gut, Bro. So viel. Alter. Nachts um 3, Samstag, Vollmond. Fett durchballern. Weißt du, was ich jetzt mache, Bro? Ich gehe jetzt nicht pennen, Digga. Ich gehe jetzt an die Märkte gleich. Ich bin dir wirklich ehrlich, Bro. Ja. Einfach nur halt, weil ich will schauen, was gestern noch so abging in anderen Märkten. So. Machen wir jetzt ein bisschen chillige Musik nebenbei rein und check hier nochmal, keine Ahnung, ein bisschen was ab, bevor ich dann pennen gehe. Morgen um 10 habe ich den ersten Call. Das Leben läuft, Digga. Bro, schau mal. Digga, andere Leute, die saufen sich jetzt einen rein, selbst wenn Lockdown ist. Stehen morgen mit dem Kater auf. Ja, die machen irgendeinen Bullshit, Mann, wachen dann morgen um 14 Uhr auf, sind den ganzen Tag am Arsch, flacken irgendwo völlig am Arsch in ihrem Bett rum, schauen irgendwelche Serien an, schauen sich ein Porno an, holen sich einen runter. Und fucken sich dann am Sonntagabend ab. Fuck, Alter, ich habe ja gar nichts gemacht. Morgen wieder arbeiten. Scheißleben, Digga. Ja. Bro. Ja. Ich mache keine Scherze, Alter. Lost. Ja, ja. Und deswegen, Bro, sei dankbar. Wirklich nicht, Bro, du musst nicht mir dankbar sein. Sei generell deinem Leben dankbar, sei dankbar, dass du in diese Situation gekommen bist, sei dankbar, dass du eine Möglichkeit hast, wie du aus diesem Ganzen rauskommst, aus diesem 9-to-5. Sei dankbar, dass du eine Möglichkeit dafür hast, Trading zu lernen. Und zwar wirklich auf eine professionelle Art und Weise. Nicht irgendein Bullshit-Trading, hier zahl mal hier was ein und dann verspreche ich dir ein paar Gewinne, sondern Bro, hier zu einem fucking unabhängigen, selbstständigen Trader zu werden. Diese Möglichkeit hast du hier. Und ja, Mann. Ey, krass, Mann. Der Call, der war mega geil. Mega heftig, Mann. Jo. Du musst mir unbedingt das Recording schicken. Mach ich dir. Ja, mein Laptop, wo das noch packt, ist das Video zu rendern, aber muss er. Gut, Bro. Der muss das, ohne Witz. Okay, Marco. An der Stelle dir auf jeden Fall in dem Fall einen geilen Abend, Bro. Ich hoffe, geile Nacht, ja.
müssen wir nicht drüber sprechen, war ein wilder Call, war ein wilder Abend, Mann. Ich glaube, du bist auf jeden Fall ein gutes Stück weitergekommen, das war meine Intention. Und was soll ich sagen, Bro? Lern einfach. Auf jeden Fall. Lern einfach. Beschäftige dich mit der Materie, beschäftige dich mit den ganzen Sachen. Bro, geh selber an die Märkte. Nimm dir morgen als Ziel, dass du dir 5 Märkte mal vornimmst und Gesamtanalyse machst. Du nimmst 5 Märkte her und analysierst die so, wie wir es gemacht haben, vom Wochenchart runter in den Stundenchart. Von mir aus auch in den 30-Minuten-Chart. Okay? Marco? Jetzt bin ich wieder am Start. Oh, ja? Keine Ahnung, Digga. Irgendwas macht hier Faxen, aber egal. Ja, ich weiß nicht, hast du es noch mitbekommen, was ich vorhin gesagt habe? Ja, 5. Ja, sehr gut, passt. 5 Märkte. Und, setz dir das als Ziel, Bro. Und du machst es, und dann machen wir wieder einen Call und besprechen, was bei rumgekommen ist. Ja. Ja, Mann. Alright, Bro. So machen wir das. Dann Marco. Dir auf jeden Fall soweit einen geilen Abend, Mann. Hat mich extrem, extrem gefreut. Jo. Und ja. Jo, dann würde ich mal sagen, lass uns dabei verbleiben. Und ja, eine gute Nacht hier an der Stelle. Wünsche ich dir auch. Na, Mann. Danke, Bro. Bis dann, gell? Mach's gut. Ciao, ciao. Peace.